Ich hatte jetzt so viele ermutigende Gespräche in der Pause, dass ich jetzt noch mehr Lust habe. Wir werden jetzt eine Zeit haben, ich habe das auf eurem Konzept auch einfach genannt, praktische Tipps, das ist die Rückseite. Und da habe ich mal so ein paar Sachen einfach aufgeschrieben, immer ein, zwei Sätze dazu. Das heißt, das ist nicht jetzt ausführlich dieses Thema behandelt, sondern einfach, ich werde so ein paar wie so Impulse geben, was kann uns helfen in unseren Gebetszeiten, was kann uns helfen in unserer Gottesbeziehung. Und ich werde immer so ein bisschen was zu sagen, ihr dürft da gerne noch Notizen dazu machen oder so, je nachdem, wie wir in der Zeit durchkommen, sage ich vielleicht noch ein paar Sachen mehr oder wenn wir nicht durchkommen, sage ich auch nicht alles, was auf dem Blatt steht, je nachdem, wie wir so unterwegs sind, weil ich hätte gerne, dass wir nachher eben diese Zeit von Q&A haben, mit also Frage-Antwort, weil erfahrungsgemäß da immer ganz, ganz, ganz viel Positives nochmal für uns alle bei rumkommt, wenn wir im Austausch sind, wenn wir nochmal spezifischen Fragen nachgehen. Okay, ich bete zu Beginn und dann gehen wir voll rein. Herr, wir danken dir so für diesen Tag, für das Privileg, miteinander zu lernen und näher hinzukommen zu dir. Ich danke dir für das, was auch vorhin in dem Praxisteil in uns angestoßen wurde und passiert ist und aufgebrochen ist. Und freue mich so über dieses Miteinander lernen und dir nachgehen. Und ich bete wirklich, dass du jetzt ganz viel Weisheit schenkst, ganz viel Einsicht in uns gibst, dass du uns inspirierst und dass wir heute hier wirklich ja, motiviert und gestärkt rausgehen. Und ich bete um ganz, ganz praktische Punkte, wo wir dann für uns persönlich auch merken, ah, das ist ein Ding, dem möchte ich nachgehen und das möchte ich integrieren. Ich bete, dass du echt für uns so mit so einem Highlighter durchgehst und uns zeigst, was für uns heute dran ist. Amen. So, ich habe einfach mal gesammelt, was sind alles so Themen, wo ich denke, das hat mir geholfen in meinem Gebetsleben und in meiner Reise in die auf der Suche nach Gott und ihm nachzugehen die letzten 10 Jahre. Und es gibt mehr als das, was jetzt hier steht, aber das sind so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, okay, das kann dir vielleicht auch helfen, einfach als Tipp, einfach als denk darüber nach, schau, wie du es integrierst. Wir haben bisher ja verschiedene Dinge angeguckt und ich habe gesagt, ich gebe euch wie so ein Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Werkzeugen halt drin. Und wenn du dann Zeit mit Gott hast, kannst du auspacken, was dir gerade passt. Also kannst du sagen, boah, ich mache jetzt inneres Gebet und versenke mich in Gott. Oder ah, jetzt bete ich ein biblisches Gebet. Oder jetzt mache ich Lectio Divina. Oder jetzt mache ich das Examen. Und so kann jeder von uns so zusammensammeln, was man alles so mit dem Herrn tun kann. Und so, wann immer man will, packt man halt das und jenes aus. Und da kommen jetzt noch ein paar Sachen teilweise dazu. Oder auch einfach nur so allgemeine Tipps und Tricks für gutes Gebetsleben. Ich habe beim ersten Kurstag darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich Zeiten zu nehmen für Gott und sie einzuplanen, zu priorisieren. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es liegt so stark daran, wie viel Zeit du dir nimmst, auch wie schnell du da vorankommst und tief du reinkommst. Es ist einfach so, wenn du irgendwas lernen möchtest, wie zum Beispiel Autofahren und du nimmst alles halbe Jahr eine Fahrstunde, dann kommst du nicht so schnell voran, wie wenn du sagst, ich ziehe das jetzt die nächsten Wochen mal richtig intensiv durch und fahre halt in der Woche, keine Ahnung, nehme sechs Fahrstunden in der Woche, dann kommst du schneller voran und lernst viel schneller. Und genauso ist mit Gebet auch, es ist nicht was irgendwie komplett anderes, sondern Gebet lernen wir genau so, dass wir uns Zeit nehmen und da investieren. Und deswegen habe ich schon darüber gesprochen, uns Zeit zu nehmen und du wirst 10-mal mehr beten, wenn du dir die Termine mit Gott einträgst, wenn du dir sagst, ich block mir mal hier einen Samstagvormittag nicht nur für ein Seminar, sondern für Gott zu beten oder hier morgen die halbe Stunde oder abends oder da die Mittagspause einmal die Woche schwänze ich mein Mittagessen und mache einen Spaziergang mit Gott oder was auch immer, solche Dinge einzubauen, dann wirst du sehr, sehr wachsen im Gebet und in der Nähe zu Gott hin. Aber Jesus spricht interessanterweise auch über einen anderen Faktor und das ist erst, was ich hier auf dem Zettel habe, ist der Ort des Gebets. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, geh in dein Kämmerchen ja, und schalt alles ab. Und er sagt das einerseits, damit wir nicht, also er sagt, bete nicht, damit andere das sehen, wie toll und heilig und so du bist. Aber auch ein ganz praktischer Punkt, ins Kämmerchen zu gehen und die Tür zu verschließen, bedeutet, du trennst dich sozusagen von allem ab, was dich jetzt ablenken könnte oder einnehmen möchte.
Wenn Jesus jetzt im 21. Jahrhundert dieselbe Lehre lehren würde, würde er sagen, schalt den Flugmodus ein und schau, dass du Raum hast, wo dich nichts ablenkt. Und deswegen der Ort des Gebets ist für mich was extrem wichtig und hilfreich in meinem Leben geworden ist. Ich erlebe, dass ich an unterschiedlichen Orten unterschiedlich gut beten kann. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Ja? Und ich mag dich sehr ermutigen, dir Orte des Gebets zu suchen, wo du sagst, hier kann ich hinkommen und das ist so ein heiliger Ort. Ganz cool ist, wenn man in seiner Wohnung oder Haus irgendwie einen Raum hat, wo man oder eine Ecke hat, wo man sagt, das ist so meine Gebetsecke, da stelle ich meinen Sessel hin und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Kreuz oder wie auch immer man das einrichten will. So ein Ort, der wie heilig ist, weil du sagst, da komme ich nur hin, um Gott zu begegnen. Und da ist auch nicht das Telefon klingelt da nicht, da habe ich nicht noch das und jenes, sondern man schafft sich einen Ort, der wie so ein heiliger Ort ist. Das hilft uns, uns zu fokussieren. Mir geht es auch so, ich habe nicht so gerne Gebetszeiten daheim, sondern viel lieber bei uns im Gebetshaus. Weil wenn ich daheim bin, ja, unsere FSJlerin freut sich, wenn du daheim bist, dann gibt es tausend Dinge, die dich ablenken, die dir noch einfallen, was du tun könntest. Und dann, bei mir ist immer das Problem, wenn ich im Wohnzimmer bete, dann laufe ich an meinem Bücherregal vorbei und dann, da wollte ich nochmal. Und dann lese ich irgendein Buch. Im Gebetsraum, der ist dafür da, Gott zu begegnen. Und ich muss immer noch mein Smartphone ausmachen oder so, aber da ist wenig, was mir jetzt ablenken könnte. Und der ist nur dafür da, um Gott zu begegnen. Also auch herzliche Einladung ins Gebetshaus. Aber du kannst dir auch einen eigenen Ort schaffen oder dir gucken, wo kann ich hingehen, damit du möglichst wenig Ablenkung hast, einen Ort nur für dich und Gott. Das macht total viel, wenn wir es schaffen, Ablenkung auszustellen. Für manche ist der beste Ort auch das erste Evangelium, nämlich die Schöpfung. Also mal rauszugehen, das erste Buch Gottes ist die Schöpfung. Er damit zeigt uns, wie er ist. Und spazieren zu gehen zum Beispiel, oder sich auf eine Bank zu setzen. Ja, jetzt nicht unbedingt im Winter, aber ja, also im Winter kann man auch spazieren gehen, aber schlecht, ja, wie auch immer. Aber das kann sowas sein, wo man sagt, ganz bewusst machen mit Gott einen Spaziergang. Also ich suche mir einen Ort mit möglichst wenig Ablenkung. Ich gehe mal ohne Smartphone spazieren. Ja, da wird man ein bisschen nervös, aber das geht. Genau, das würde ich dich wirklich ermutigen, mal zu überlegen, wo bete ich eigentlich und kann ich mir irgendwo eine Gebetsnische oder einen Gebetsraum oder einen Ort oder wie auch immer schaffen, der sozusagen so ein heiliger Ort ist für mich und Gott. Kann auch eine Besenkammer sein, muss ja nicht groß sein, Gott ist ja, also muss ja nur du reinpassen, ja, Gott ist ja da. Okay, das ist so ein ganz basic Ding, aber es hat mir unglaublich viel geholfen. Meine Beziehung zu Gott ist immer dann richtig gut, wenn ich viel im Gebetsraum bin. Und auch wenn ich jetzt dann, wenn wir im Dezember 2 Wochen geschlossen haben über Weihnachten und so, werde ich meine persönlichen Zeiten immer wieder auch da verbringen, einfach von allem weg und wie auch immer. Und dann bin ich einfach da und ich und mein Herr Jesus. Ja. Mir hilft das, ich hoffe, es hilft dir auch. Schau, wie das bei dir aussieht. Ein Punkt, der eigentlich riesig ist, da könnten wir ein ganzes Bibeltraining drüber machen, wir machen heute nur ganz kurz was darüber, ist der Punkt Fasten. Fasten ist ein unglaublich kraftvoller Katalysator in unserer Beziehung mit Gott. Und das Verrückte beim Fasten ist ja, dass du nicht wahnsinnig viel tust, sondern einfach was nicht tust. Also ist halt einfach nicht. Ja? Also Fasten bedeutet, ich verzichte freiwillig auf Essen und habe dadurch automatisch viel mehr Zeit. Das Erste, was dir auffällt. Und gerade wenn du länger fastest, merkst du, die ganze Welt dreht sich nur um Essen. Also faste mal 2-3 Wochen und dann merkst du, die ganze Welt geht nur um ein Thema. Einkaufen, kochen, essen, abräumen. Was essen wir nächste Woche? Die ganze Welt dreht sich nur um Essen. Das ist unglaublich. Aber du hast automatisch mehr Zeit. Und was passiert beim Fasten ist, wir merken, am Anfang beim Fasten denken wir mal, der Hunger wäre das Problem. Ja? Denken, oh, da habe ich Hunger und wie auch immer. Ja? Aber das Eigentliche, was uns Essen gibt, ist viel, viel mehr als einfach nur, dass wir halt keinen Hunger mehr haben, sondern da ist so viel, was uns eigentlich seelisch Befriedigung gibt. Und das nimmst du dir einfach mal. Und stattdessen zu kommen, zu sagen, ich will das geistliche Brot, Jesus, du bist das Brot des Lebens, ich will, dass du das alles ausfüllst, ich will, dass du das alles nimmst. Und Fasten ist so dieses Prinzip, dass in unserer Schwachheit die Kraft Gottes besonders wirkt oder wie Paulus sagt, deine Kraft zeltet in meiner Schwachheit. Ja? Also da, wo wir schwach sind, wo wir uns ausstrecken, sagen, Gott, ich brauche dich, da kommt seine Kraft viel stärker. Und Fasten bedeutet, ich verzichte freiwillig auf etwas, was Gott mir schenkt und gibt, aber ich verzichte freiwillig, weil ich ihn mehr will. Und das Spannende beim Fasten ist,
dass es eigentlich relativ einfach ist und eine unglaubliche, also ich bin so dankbar für dieses Prinzip von Fasten. Also ich weiß gar nicht, wo ich stehen würde, wenn es Fasten nicht gäbe. Weil zum Beispiel immer, wenn ich so merke, ich hänge durch, ja, also ich, ja, also die Zeiten gibt es bei mir total, ja, ich bin Gebetshausleiter, muss immer dauernd lehren und predigen und beten und machen und tun, aber es gibt auch bei mir Zeiten, wo ich irgendwie denke, boah, eigentlich bin ich gerade nicht so erweckt und irgendwie unterwegs, ja, dann schmeiße ich ein Fasten rein, ja, dann sage ich so, bei mir funktioniert 3 Tage Fasten total gut, als Kickstart, ja, wo ich sage, 3 Tage Fasten und danach ist in der Regel, bin ich wieder voll ausgerichtet und super unterwegs. Das ist für mich so ein Geschenk, dass Gott es gibt, dass wir durch Fasten ihm begegnen können. Und Fasten, ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast oder ob du das machst oder wie auch immer, biblisch, neutestamentlich gesehen, das ist das Normalste der Welt. Und es ist auch so auf dem Globus unter den Christen relativ normal. Und wir in Europa sind da ein bisschen, also ist ein bisschen komisch fast. Aber Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, hey, wenn ihr fastet, dann macht es so und so. Also er geht davon aus. Er sagt auch, wenn ihr betet oder wenn ihr Almosen gebt. Also es ist ein ganz normales Ding. Wenn du betest, dann macht es so. Wenn du fastest, macht es so. Also er sagt nicht, falls jemand auf diese verrückte Idee kommen könnte, mal zu fasten. Sondern er sagt, hey, wenn du fastest, dann kümmert das in so ein paar Sachen. Und Jesus sagt auch in Matthäus 9, Vers 15, was ganz spannend ist. Da geht es um die Diskussion, die Pharisäer fasten 2-mal die Woche und die Jünger von Johannes dem Täufer haben viel gefastet. Und dann fragen die, deine Jünger fasten ja gar nicht. Und dann sagt er was ganz Spannendes. Er sagt, wie kann man denn fasten, während der Bräutigam da ist? Also niemand fastet während der Hochzeit. Ja? Aber wenn der Bräutigam weggenommen sein wird, dann werden sie fasten. Und als Bräutigam spricht er von sich. Und das Spannende daran, da gibt es ein paar Punkte, aber der Hauptpunkt davon ist, dass er sagt, Fasten ist ein Ausdruck von Sehnsucht nach dem Bräutigam. Also Fasten ist nicht eine religiöse, üble Pflicht, die wir halt absolvieren müssen. Wir fasten auch nicht nur, um irgendwie geistlich Durchbrüche zu haben, sondern Fasten ist eine intensive Form zu sagen, Jesus, ich will dich mehr als alles, ich strecke mich aus. Und dieses Paradigma von Verliebtsein in Jesus ist für mich das Wichtigste beim Fasten. Also ein Bräutigamsfasten, nennt das Mike Bickel zumindest. Und genau, also Fasten hat... biblisch gesehen gibt es verschiedene Arten des Fastens auch und so weiter. Wir können jetzt nicht überall reingehen. Aber grundsätzlich kannst du sagen, Fasten verstärkt alles andere. Also Fasten verstärkt deine Wahrnehmung, Gott wahrzunehmen, zu spüren, zu erleben. Fasten verstärkt deine Gebete. Fasten gibt dir, es ist so einfach, von Gott zu empfangen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, das kennenzulernen, zu fasten. Und gibt es auch ganz viele schlaue Bücher und Lehren und was auch immer drüber. Aber mein Vorschlag an dich wäre, dass du das in deinen Lebensrhythmus integrierst. Also dass Fasten nicht nur sowas ist, was man als Christ schon mal gemacht hat, als man noch 15 war, sondern dass Fasten was ist, was genauso wie Gebet, genauso wie Gottesdienstbesuch, genauso wie andere Dinge fester Bestandteil deines Lebensrhythmuses ist. Und es kann unterschiedlich aussehen. Ich hatte zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Sachen, wie ich das gemacht habe. Ich hatte eine lange Zeit, dass ich 1 oder 2 Tage in der Woche gefastet habe, jede Woche. Mein Fastenproblem ist immer, dass das Problem haben wenige, aber dass ich zu wenig zum Wegfasten habe. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu dünn werde. Und dann sehe ich so krank und eingefallen aus, wenn ich zu viel faste. Und irgendwann habe ich immer den Donnerstag, eine Weile war das mein Fastentag. Und das Schöne ist, wenn du einen festen Fastentag in der Woche hast zum Beispiel, nach 5-6 Wochen gewöhnst du deinen Körper absolut daran. Und hast dann irgendwann nicht mal mehr Hunger an diesem Tag, großartig. Und übrigens auch dein Körper ist eigentlich für eine 6-Tage-Woche ausgelegt. Also 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, ist wirklich auch, also wenn du jetzt nicht an einer Krankheit leidest, schwanger bist oder es gibt Themen, wo ich sage, bitte nicht fasten, aber also ist es was sehr, was du sagen kannst, einmal die Woche zum Beispiel oder ich lasse diese Mahlzeit immer weg oder was auch immer. Mittlerweile mache ich das gerade nicht mehr im Wochenrhythmus, sondern ich mache in der Regel, dass ich einmal im Monat 3 Tage faste, das ist gerade, was ich mache. Und einmal im Jahr in der Fastenzeit,
habe ich eine längere Fastenzeit. Ja? Das ist gerade mein Rhythmus, so mache ich das. Und das musst du nicht so machen, aber meine Herausforderung an dich wäre, fang das irgendwie an, in deine Spiritualität zu integrieren und du wirst erleben, dass Fasten da unglaublich viel, viel Raum schafft für Gott. Und ich mag dich auch ermutigen, faste mal wirklich motivationsmäßig, um Gott zu begegnen. Weil manche, die andere Probleme haben wie ich, sagen, ja, ich faste und dann nehme ich ab und das und Entgiftung und ist alles nett, aber faste mal ganz bewusst, um zu sagen, ich faste, weil ich Gott begegnen will. Genau. Ich bin so jemand, der zu allem immer ein Buch hat oder so. Das für mich inspirierendste und beste und ausgewogenste Buch, was ich davon gelesen habe, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist von Mike Bickle, sein Buch über Fasten. Gibt es meiner Meinung nach auch auf Deutsch, glaube ich. Der Lohn des Fastens. Ja, Der Lohn des Fastens von Mike Bickle. Finde ich sehr, sehr cool, sehr inspirierend, sehr praktisch. Sind auch so ein paar Sachen drin für wie... Also auf was muss man auch achten, zum Beispiel wenn du ein paar Tage fastest, dann sollst du pro so und so viele Fastentage einen Aufbautag haben, also nicht das Fasten nach einer Woche mit dem Döner brechen, sondern und so, ja, so Sachen. Hat man alles schon gemacht, ja, aber genau. Okay, mag ich dir mir ganz herz legen, das wird ganz, ganz viel mit dir machen, zu lernen zu fasten, das ist ein ganz normaler Teil deiner Spiritualität. Jetzt kommt ein anderes Thema, und zwar der Körper. Auch hier haben wir manchmal so ein komisches Mindset, dass irgendwie Beziehung mit Gott und das Geistliche irgendwie gar nichts mit unserem Körper zu tun hatte. Und dabei haben wir jetzt letztes Mal schon gelernt, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass Gott uns auch körperlich begegnen will und dass unser Körper, wir sind Körper, Seele und Geist irgendwie, ja. Und das eine hat Auswirkungen auf das andere. Also wir wissen, wenn wir total deprimiert sind, weil was Schlimmes passiert, das äußert sich oft körperlich. Oder wenn du krank bist, dann merkst du das auch in deiner Stimmung. Ja, also da ist eine Korrelation, genau. Also eine Verbindung da. Was mit deinem Körper passiert, passiert auch mit deinem Inneren. Was in deinem Inneren passiert, hat Auswirkungen auf deinen Körper, oder? Und das bewusst einzusetzen, als praktischen Tipp, wenn du betest, mit deinem ganzen Körper zu beten. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du mit deinem Körper das ausdrückst oder das verstärkst, was du gerade tust, was du gerade betest. Und das machen wir manchmal schon intuitiv. Zum Beispiel, niemand würde intensive Fürbitte machen für jemanden, der einem richtig am Herzen liegt und wo er möchte, dass Gott jetzt eingreift und so da liegen. Herr, ich bete für den Paul, dass du ihn... Ja, Da lügt mein Körper gegen das, weil Gott, ich habe so einen Bock drauf, dass du, also irgendwie, das, also verstehe, da stimmt meine Körpersprache nicht zu dem, was ich tue. Das ist irgendwie, ja, ich sage mal, so schön nicht zu sehen, ja. Also unser Körper drückt aus, was wir innerlich machen. Das heißt, wenn ich Fürbitte mache für was mich bewegt, dann kann ich nicht so rumlummeln zum Beispiel, ja, sondern ich brauche eine Körperspannung, ja. Und das bei allem, was ich tue, meinen Körper bewusst zu nutzen. Also in der Bibel gibt es verschiedene Haltungen und Sachen auch, die uns helfen, zum Beispiel das Knien. Ja? Damit drücke ich mit meinem Körper hier etwas aus. Also ich unterwerfe mich oder ich knie, was auch immer du damit, das kann ich ausdrücken. Oder sich flach vor Gott auf den Boden legen, das mache ich manchmal. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, einen Moment der Hingabe oder das, sich Gott weint. Und du legst dich mal flach auf den Boden, wie so eine Priesterweihe, die legen sie ja auch so auf den Boden, ja, wie so ein Kreuz. Und wenn du mal flach vor Gott auf dem Boden liegst, das macht was mit dir. Oder ich stehe ganz oft, stehe ich so vor Gott. So ohne Geheimnisse, er darf alles, ja, ich öffne mich ihm. Oder auch die Hände zu öffnen und bewusst auszudrücken, Gott, ich empfange das jetzt von dir. Oder Heiliger Geist, du bist da drin. Oder was auch immer, ich drücke mit meinem Körper das aus. Ja. Oder ich bin kein Freund des Händefaltens. Das ist nämlich eine der wenigen Gebetssachen, die wir nicht in der Bibel finden. Aber Hände falten jetzt neu. Ich habe was gelesen von irgendeinem Mönch oder so, der gesagt hat, er falte manchmal bewusst die Hände als einen Ausdruck, dass er gebunden ist in Jesus und dass er sich bindet vor ihm, dass er sagt, Gott, hier bin ich. Ja? Und er
Ja, ist natürlich auch für Kinder praktisch, dass wir, während du die Augen schließt, nicht da so rummachen. Ja. Aber das wäre für mich eine Geste, da macht für mich Hände falten plötzlich Sinn. Ich sage, Gott, ich bin gebunden in dir. Ich gehöre dir, ich bin dein Sklave. Ja. Was auch immer, also mit deinem Körper auszudrücken, was du im Gebet tust. Und was ich auch sehr ermutigen möchte, ist, deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Der ist nicht einfach nur auch da, sondern das ist der Ort der Begegnung, haben wir letztes Mal gelernt. Also dein Körper ist der Tempel, das ist der Ort, wo Gott wohnt, wo du ihm begegnest, wo er dir begegnest. Und je nachdem, was für Gebetszeiten ich habe, habe ich sehr unterschiedliche Körperspannung zum Beispiel. Also manchmal hocke ich bei uns im Gebetsraum auf dem Sofa und lummel mich da so rein. Ja, und das ist nicht die Zeit, wo ich gerade Fürbitte mache oder so. Aber was für mich, zum Beispiel, was ich oft mache, ist sehr, also mein Gebet beginnt mit meinem Körper. Ich setze mich hin und spüre mich erstmal. Also für manche wird es jetzt ein bisschen zu esoterisch, aber ist in Ordnung. Ja? Ich spüre mich jetzt erstmal. Also ich spüre meine Füße, die auf dem Boden sind, und die sind nicht irgendwie so, ja, sondern ich spüre, dass ich da bin. Ja? Weil das ist übrigens eines der Hauptprobleme bei Gebetszeiten, dass wir gar nicht da sind. Ja? Also entweder kommen wir gar nicht erst, oder wir sind da mit Gedanken ganz woanders und nehmen gar nicht, ja, und Gott ist irgendwie da und wir sind nicht da. Das heißt, ich bin erstmal voll da. Ich beginne meine Gebetszeit, da zu sein. Und ich spüre, wie meine Füße auf dem Körper sind. Und dann spüre ich einfach mal meinen Körper hoch, bringe da auch eine Spannung rein und bin einfach da. Ich achte auf meine Atmung und bin einfach, komm an. Und dann nehme ich mir auch mal 2, 3, 4, 5 Minuten, um einfach nur anzukommen, wirklich da zu sein, alles mal runterzufahren. Weil es ist oft so viel in deinem Leben und das und jenes, und dann willst du eine Gebetszeit anfangen und sagst, ja, Herr, und hier bin ich. Nee, komm erst mal an, setz dich erst mal hin, und dann eine Körperspannung reinzubringen, dass du echt auch eine, ja. Und das wird ganz, ganz viel, also es unterstützt einfach, was du sowieso vorhast. Und auch die Hände zu heben im Lobpreis, ja, auch eine Körperhaltung oder was auch immer du tun willst. Und es ist nicht nur eine symbolische Sache, sondern dein Körper ist genauso ein Gebetsinstrument wie deine Zunge. Also manchmal bete ich ja auch in Zeiten fast gar nichts, also nicht mit meinen Worten, sondern ich bin einfach nur da und tue mit jeder Faser meines Körpers einfach Gott anbeten. Und da können wir ganz, ganz viel lernen übrigens von Katholiken und Orthodoxen, die da eine sehr lange Tradition haben, auch von Körpergebet und diesen Sachen. Und die meisten von uns sind wahrscheinlich hier freikirchlich unterwegs. Da fehlt uns richtig ein Erbe. Also wir sind dankbar für Luther und alles, was daraus auch entstanden ist und so weiter. Aber wir haben uns manchmal von zu viel abgeschnitten. Und wir haben ganz, ganz viel an gutem Erbe, an guten Dingen, haben wir in unserer Spiritualität nicht mehr. Und da kann man eine Menge lernen von orthodoxen Priestern oder Mönchen oder so, wie die mit ihrem Körper beten. Und ich weiß, manche von euch hören sowas und denken gleich, oh, irgendwie Buddhismus, Hinduismus, was auch immer, die machen auch so komische Sachen. Ja, nur weil andere was davon auch machen, heißt ja nicht, dass es nicht ein Original gibt. Ja? Also Gott hat deinen Körper gemacht und er hat ihn gemacht, um ihm zu begegnen. Das heißt, was ich ermutigen möchte, nutz deinen Körper zum Gebet. Was ich auch ermutigen möchte, ist, besorg dir Knieschemel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gebetet habe früher ohne. Wir haben im Gebetshaus so schöne Knieschemel, ja, wo du, kennt ihr die, ich wollte eigentlich einen mitbringen, hab's vergessen, wo du dich quasi so drauf setzen kannst und quasi kniest. Das ist einfach angenehm und du kannst sehr, sehr lange auch knien. Ah ja, übrigens, was ich euch auch unglaublich empfehlen möchte, wenn ich bete, was mir unendlich hilft körperlich, ist zu wackeln. Also gerade wenn ich Bibel meditiere, dann, ja, Christina lacht schon, die sieht mich viel im Gebetsraum. Oder auch wenn ich inneres Gebet praktiziere oder was auch immer. Weiß nicht, wenn es dir nicht hilft, dann lass es. Ja, das sind alles einfach Tipps, was mir geholfen hat. Vielleicht kennt ihr auch die Bilder von so Juden vor der Klagemauer, ja, die das auch machen. Die Juden haben natürlich von ihrem Mindset noch ein viel ganzheitlicheres Gebetsbild. Aber das hilft mir unglaublich, einfach mein Körper. Weiß gar nicht warum, es hilft mir unglaublich, in Bewegung zu sein und mich zu finden da drin. Was auch immer dir hilft, also da gibt es keine Gesetze, jeder muss wackeln, ja? Sondern der Punkt ist, such mit deinem Körper, was hilft dir, dich zu fokussieren und zu konzentrieren. Okay, also ganz schöner Punkt. Jetzt kommt ein Punkt, Sprachengebet.
Das ist ein heißes Eisen, ja, gerade wenn man sowas hier übergemeindlich macht. Deswegen, ich werde einfach nur ein paar Sätze dazu sagen. Wenn du in neuen Sprachen betest, dann will ich dich jetzt ermutigen, das einzusetzen. Wenn du sagst, kenne ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht, mache ich nicht, dann erfreue dich einfach dran, was ich jetzt erzähle. Und genau. Die Bibel sagt, Paulus sagt, wenn wir in Sprachen reden, reden wir Geheimnisse mit Gott. Kein Mensch versteht es, aber wir reden Geheimnisse zu Gott hin. 1. Korinther 14, 2. Das heißt, der Punkt vom Sprachengebet ist, mein Geist betet inspiriert vom Heiligen Geist mit Gott irgendwelche Geheimnisse, die niemand kennt und versteht. Aber wir tauschen auf eine innige, tiefe Weise was aus, was in uns ist und was in Gott ist. Weil die Bibel sagt auch in 1. Korinther 2, dass niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist inspiriert vom Geist Gottes. Also nicht mein Verstand, ich bete nicht aus meinem Verstand raus, sondern aus meinem Geist heraus. Und wir reden über Geheimnisse, tiefe Geheimnisse über wer Gott ist und tiefe Geheimnisse über mich. Und ich verstehe sie nicht, weil wir in einer Sprache reden, der Menschen oder der Engel, die ich nicht verstehe. Aber das ist eine unglaubliche, schöne Sache. Und Paulus sagt dann auch, wer das tut, der sagt immer Gott wohl Dank und ehrt ihn und so. Also wenn du in Sprachen redest, da ist eine Komponente von Anbetung drin. Er sagt auch, dass die Wirkung vom Sprachengebet ist, du baust dich auf. Du wirst erbaut, du wirst gestärkt. Und das hat so diesen, das Wort erbauen hat so diesen Aspekt von erfrischen, beleben, aufbauen, Liebe, Friede, Freude fließt neu und du erlebst es, ja. Aber auch aus der Architektur des Erbauen, also man baut sich auf zu einer Behausung Gottes, man schafft Raum für Gottes Gegenwart. Das ist, was passiert, wenn wir in Sprachen beten. Und in 1. Korinther 14, ich habe da 18 geschrieben, die Stelle gibt es gar nicht, tut mir leid, im Konzept. 1. Korinther 14, 18 muss das natürlich heißen. Jetzt denke ich schon manche, da hat er einen neuen Brief erfunden. Nein. Tut mir leid. 1. Korinther 14, Vers 18 sagt Paulus, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Also er eröffnet so diesen Holy Competition, diesen Wettkampf. Also ich mache es mehr als alle und jetzt guck mal, wie viel ihr schafft. Das heißt, Paulus, der Mann, der das halbe Neue Testament geschrieben hat, der unglaublich krasser Mann Gottes war, hat gesagt, eines meiner Geheimnisse meiner Gottesbeziehung ist, ich rede einfach mehr in Sprachen, als ihr das alle macht. Und deswegen, wenn du in Sprachen redest, wenn es ein Thema ist, was dich bewegt, mag ich dich ermutigen, es sehr, sehr viel einzusetzen. Weil ich erlebe viel in den pfingstlich-charismatischen Kreisen, wo das ja gehypt wird und gemacht wird, dass das die meisten irgendwie sagen, ja, ich habe das Sprachengebet. Aber das ist ja nicht die Frage, ob du das hast, sondern ob du es praktizierst. Und dann packen wir das bei irgendwelchen charismatischen Konferenzen aus, wo das alle machen, dann zeigen wir auch so, oh, ich kann es auch. Ja. Aber das ist nicht der Punkt vom Sprachengebet. Der Sprachengebet-Punkt wäre, nutze es als ein Tool, um Gott tief zu begegnen. Und ich mag dich ermutigen, zwei Dinge zu tun. Das erste ist, wenn du in Sprachen betest, nimm dir Zeiten, wo du ganz fokussiert, ganz bewusst in Sprachen betest und nichts anderes tust. Das heißt, du setzt dich hin oder stehst oder kniest oder liegst oder was auch immer, wackelst vielleicht und dann sprichst du in Sprachen. Dann betest du zu Gott und machst dir bewusst, was du tust und du blapperst nicht in die Welt hinein, sondern du redest mit ihm. Also wenn ich bete zu Gott, dann spreche ich ja mit ihm. Ich erwarte, dass er das hört und dass er mich sieht und dass er antwortet. Und genauso mache ich das mit dem Sprachengebet und deswegen lege ich auch ins Sprachengebet Emotionen rein. Ich spreche da laut, ich drücke das aus. Also nicht nur, also bla 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 bla, sondern ich lege Emotionen rein, ich lege Herz dort rein. Und das zu machen, wenn es dir irgendwie möglich ist, integriere das fest in deine Gebetszeiten. Für mich macht es ganz viel Sinn, auch bevor man Bibel meditiert oder so, einfach 3 oder 5 oder 15 Minuten oder wie lange auch immer zu nehmen, um einfach nur da zu sein und in Sprachen zu beten und sich bewusst auf Gottes Geist einzulassen und dort Raum zu schaffen. Du wirst sehen, dass sich dein Bibellesen verändert. Ich habe das getestet, ich bin da immer so ein bisschen pragmatisch. Ich habe dann mal eine Woche genommen, wo ich dann immer vor meiner Bibelmeditation, ich glaube damals sogar eine halbe Stunde damals, in Sprachen gebetet habe und dann Bibel meditiert habe. Und dann habe ich das getestet im Gegenbeispiel, wie passiert, wenn ich es ohne mache. Und ich habe festgestellt, es ist besser, wenn ich davor bete in Sprachen. Genau.
Das ist das eine, was ich ermutige. Also nutzt es für dich persönlich. Wir haben nachher Q&A da, genau, einfach Frage aufbewahren und dann sprechen wir nachher drüber. Ganz bewusst das zu machen. Und das Zweite, was am Sprachengebet ja so schön ist, ist, dass Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, ist mein Verstand fruchtleer. Also der produziert nichts, den brauche ich dazu nicht. Das heißt, es ist relativ einfach, viel in Sprachen zu beten, einfach bei allem Möglichen. Also wir haben ja so viele Zeiten eigentlich im Alltag, wo wir irgendwas machen und den Verstand nicht so sehr dafür brauchen. Also Autofahren zum Beispiel, ja. Also fährst du von A nach B, da kannst du dich auch normal beten, aber da kannst du auch in Sprachen beten. Oder keine Ahnung, wenn ich, gestern habe ich die Toiletten im Gebetshaus geputzt, ja. Das ist jetzt nicht die Aufgabe, die mich kognitiv so sehr fordert, ja. Ab und zu muss ich gucken, welchen Lappen darf ich jetzt für was verwenden, aber das ist es dann auch. Und das sind Zeiten, wo man einfach, und man muss in die lauten Sprachen brüllen, aber für sich innerlich in Sprachen zu beten. Und das Schöne ist, es ist so einfach, ohne viel Anstrengung, bin ich automatisch den Tag über viel mehr verbunden mit Gott. Okay, mehr will ich darüber nicht sagen, weil das eben ein Thema ist, wo manche auch sagen, boah, das wird bei uns aber nicht gemacht oder ich mache das nicht, praktiziere das nicht oder hab das nicht oder kann das nicht, wie auch immer. Da können wir nachher gerne nach der Veranstaltung drüber reden und wie auch immer, aber das ist nicht, was ich jetzt hier von vorne bei einem Bibeltraining thematisieren möchte. Okay, aber wenn du es hast, nutze es zur eigenen Erbauung. Okay. Dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt. Ich habe den einfach mal so schön genannt, Gott atmen. Das mache ich noch gar nicht so lange. Aber es ist eine ganz, ganz schöne Sache. Es gibt in der orthodoxen Tradition das sogenannte Herzensgebet. Das wäre jetzt auch ein bisschen größerer Part, deswegen ich reiße es nur an. Daher habe ich den Grundgedanken von Gott atmen. Das bedeutet, dass man auf seine Atmung Gebete draufsetzt. Also auf seinen Atemrhythmus Gebete draufsetzt. Das klassische Gebet wäre, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das bewusst atmet. Und auf diese Atmung setzt man dieses Gebet drauf. Und was dann passiert, also das Herzensgebet ist ein ganzer Lebensstil, was da dran hängt, aber ist, dass Beten für dich so natürlich wird wie Atmen. Dass wenn du bewusst auf deinen Atem gewisse Gebete setzt, dann läufst du durch den Alltag und atmest die ganze Zeit dieses Gebet. Das ist nicht, wenn du das einmal 5 Minuten praktiziert hast, aber wenn man das intensiv macht, wird es was, wo du den ganzen Tag in Verbindung und im Gebet bist, weil du Gebet atmest und es ist fast ohne Anstrengung dann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so vornimmt, irgendwie den ganzen Tag mit Gott zu reden, verbunden zu sein, es ist richtig, nach 3 Stunden merkt man, ups, ja, dann gab es mal diese Hypezeit, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, mit diesen Uhren, die da vibrieren oder klingeln, ja, wo man alle 5 Minuten oder 10 Minuten einstellt und dann, Preis den Herrn, ja, was immer dir hilft, ja, aber das ist für mich so was ganz Natürliches und ich mache das auch nicht zu jeder Zeit ganz intensiv, aber manchmal tue ich bewusst an einem Tag, tue ich auf mein Atem Gebete setzen. Also was mache ich auf mein Atem? Ja? Ich komme so ein bisschen zur Ruhe und höre auf, so flach zu atmen wie jetzt, sondern atme wirklich tief. Und dann fange ich innerlich beim Einatmen zu beten, meinetwegen Herr Jesus Christus, und dann beim Ausatmen erbarme dich meiner. Oder was ich auch sehr gerne bete ist, ich atme ein, sag du in mir, wenn ich ihn einatme, und dann atme ich aus und ich in dir. Und das atme ich einfach eine Weile. Probier das mal einfach da, wo du sitzt. Vielleicht setzt du dich ein bisschen weniger lummelig hin, ja? Damit du auch atmen kannst und spürst es mal. Und dann tu auf deine Atmung beim Einatmen vielleicht einfach mal du in mir und beim Ausatmen ich in dir. Es muss nicht laut sein, nur innerlich setzt du das drauf, auf diese Atmung. Theoretisch kann man ja jedes Gebet atmen, also keine ewigen ausgeführten Gebete, aber so kurze Gebete und sich das bewusst machen und beim Einatmen und dann das bewusst als Gegenwart Gottes anfangen wahrzunehmen. Weil Gott ist ja da, oder? Wir sind ja in Gott und er ist um uns rum und er ist in uns und von daher ist er da. Und bewusst durch die Atmung ihn wahrzunehmen. Ah, du bist in mir und ich nehme ihn auf und ich bin in dir.
Und wenn du das eine Weile machst, also hilft mir auch total runterzukommen, ist für mich so viel einfacher im Alltag, das zu beten oder im Alltag einfach auch mal zu machen. Und das ist ein Gebet plötzlich. Eine ganz, ganz schöne Sache. Also ich nutze das sowohl für meine Gebetszeiten, ganz bewusst auf meinen Atem, diese rituellen Gebete, wenn man so will, zu sprechen, immer und immer wieder, bis ich es automatisch atme, ohne Anstrengung. Und wenn ich das mache, dann hilft mir das auch im Alltag, Gott zu atmen. Und überhaupt, Gott zu atmen ist für mich, also ich liebe diesen Ausdruck, ich weiß nicht, ob es den irgendwo gibt, alle nennen es anders und ganz hoch, ich nenne es einfach Gott atmen. Was mir so geholfen hat, ist es so effortless, so ohne Anstrengung. Weil mein Bild von Gott war lange Zeit, ist es so anstrengend, Gott zu suchen und zu begegnen und wie auch immer. Mittlerweile ist es so einfach, Gott zu begegnen, er ist da. Und ich kann ihn empfangen und ich kann ihm Raum geben. Und es ist genauso einfach, Gott zu begegnen, wie zu atmen. Und ich mache mir bewusst, du bist da. Und wie gesagt, das muss nicht jeder so machen. Vielleicht sagst du, boah, das ist irgendwie komisch. Dann mach's nicht oder mach's trotzdem. Aber es hilft mir sehr. Und wie gesagt, also wenn es euch interessiert, dann schaut mal nach Herzensgebet. Da gibt es auch verschiedene Bücher und Sachen dazu. Das ist eine riesige eigene Theologie auch allein um dieses Gebet herum. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, was da die Bedeutungsebenen und was auch immer sind. Und da gibt es ganz tolle Praxisanleitungen und so weiter und so fort. Genau, das ist wirklich sehr, 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 sehr verkürzt. Aber ist was sehr, sehr hilfreich ist. Okay. Ich hoffe, ihr schafft es, so bombardiert zu werden mit ganz verschiedenen Gedanken. Wir gehen dann nämlich gleich zum nächsten. Ich habe euch letztes Mal beigebracht, biblische Gebete. Und biblische Gebete sind ja eigentlich nichts anderes als eine Gebetsliste, die ihn Paulus oder Jesus oder Petrus oder so uns gegeben hat. Und die nehmen wir und sagen, ah, das ist das Gebet und jetzt bete ich das durch für mich, für meinen Ehepartner, für meine Kirche oder für was immer. Und genauso macht es natürlich Sinn, sich eigene Gebetslisten zu schreiben. Einfach um Gesprächsstoff zu haben, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal sitzt du so da und denkst, jetzt habe ich irgendwie meine Gebetszeit, weil der hat gesagt, ich soll mir die eintragen, jetzt habe ich die mir eingetragen, jetzt habe ich jetzt Zeit, was mache ich jetzt eigentlich? Ja? Und sich Gebetslisten zu machen, zu sagen, ah, okay, das ist wie ein Sprungbrett, da kann ich anfangen und damit fange ich dann an zu beten. Und Gebetslisten ist mein Punkt nie, dass ich durchkomme, sondern es hilft mir anzufangen. Und ich habe Gebetslisten für unterschiedliche Sachen. Ich habe zum Beispiel von Mike Bickle die Gebetsliste Fellowship geklaut. Das ist ein Akronym, wo das F steht für Furcht des Herrn und E steht für und so weiter. Ja? Und wo jeder einzelne Buchstabe steht für ein tolles Attribut oder eine Sache. L für Love, andere L für Light of Your Glory, O für One Thing, Lifestyle und so weiter. Jeder einzelne Buchstabe steht für eine Sache. Und dann gehe ich einfach die so durch und fange mal an mit F. Ah, Furcht des Herrn, genau. Gott, ich bete für mein Leben, dass du die Furcht des Herrn. Und dann gehe ich zum nächsten. Ja? Das ist zum Beispiel meine Liste für meine Gebetsliste für die Stärkung meines inneren Menschen. Dann kann man natürlich auch Gebetslisten machen, wo man sagt, also so mehr so fürbittemäßig. Also das sind keine Ahnung, meine Familie, Freunde oder das ist die Leute, die ich einfach auf dem Schirm habe zu beten oder was auch immer. Und manche haben dann auch an speziellen Gebetszeiten eine spezielle Gruppe. Also ich werde es auch bei mir wieder neu umstellen, dass ich wenigstens ein paar Gebetszeiten fest habe, wo ich fürbittemäßig, da bete ich immer für Familie, Freunde und so persönliche Sachen. Da bete ich immer für Mission, für das und jenes. Und da Gebetslisten zu haben, hilft unglaublich, nicht zu vergessen, wofür man eigentlich beten wollte. Und die ganzen Leute, für die es gut wäre, mal zu beten und so weiter. Genau, und so kann man sich Gebetslisten für alles Mögliche machen. Und die habe ich dann so in der Schublade. Und wenn immer ich will, zücke ich die dann. Und dann habe ich was zum Beten. Bei Gebetslisten muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in einen Arbeitsmodus kommt. Also wenn du eher so ein bisschen Probleme hast mit gerade Gesetzlichkeit und Druck und das ist so ein Thema, wo du rauskommen willst, dann ist Gebetslisten vielleicht nicht der beste Punkt gerade, weil manchmal kannst du sagen, oh, jetzt muss ich so abarbeiten. Ja? Das ist nicht der Punkt von Gebetslisten. Das ist eine Erinnerung, ist eine Hilfe, ist ein Anfang und manchmal fange ich an zu beten, Familie, ja, fange an, keine Ahnung, für meine Eltern zu beten oder so und
meiner Familie gibt es einen ganzen Sack voll andere noch, aber manchmal bleibe ich dann auch da hängen und bete dann eine ganze Weile für die und dann ist die Zeit rum, ist ja kein Problem, weil Gott braucht ja auch jetzt nicht, also hat dann schon einen Punkt, dass ich jetzt gerade für meine Eltern besonders gebetet habe. Versteht ihr, wie ich meine? So, ja. Also gerade als Fürbitter kommt man manchmal so in die Versuchung, den Vers falsch zu lesen, ja, getrennt von mir kann er nichts tun. Ja. Wenn ich nicht für bete, dann wird Gott nicht, ja. Man muss ein bisschen aufpassen, den Komplex nicht zu bekommen. Aber Gebetslisten sind enorm hilfreich, um einfach wirklich konsequent dran zu bleiben. Auch übrigens, was ganz wichtig ist, glaube ich, wir sagen oft in christlichen Kreisen, kannst du für mich beten oder ja, ich bete für dich. Und manchmal vergessen wir es dann, oder? Und das ist was wir rauskriegen sollten aus unserer Kultur. Wenn wir sagen, wir beten für was, dann sollten wir dafür beten. Und ich vergesse es manchmal, deswegen schreibe ich es mir mittlerweile oft auf, Gebetsanliegen, in meine To-Do-App. Und dann habe ich das auch an irgendeinem Tag mit drin, ah, stimmt, genau, ich wollte noch für den beten. Und dass man dann einfach das so Listen hat oder was auch immer einem hilft, kontinuierlich für zu beten. Übrigens, immer wenn ihr betet, das weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, überhaupt die ganze Zeit jetzt, aber das wäre ganz wichtig, also Mark hat es euch fett, ja, betet laut. Also man kann auch ab und zu mal leise beten, also gerade wenn ich so inneres Gebet praktiziere, so, dann bin ich auch manchmal wirklich, dass ich nicht laut bete, aber in 90% aller Fälle bete ich laut. Und mit laut meine ich nicht, dass ich so brüllen muss, dass es mein Nachbar noch hört, sondern dass ich mich höre. Also ich kann auch laut beten im Gebetsraum, wenn 10 andere Leute da rumsitzen und jeder für sich betet, kann ich auch laut beten, und weil da läuft ein bisschen Musik und so weiter, ja, oder da spielt gerade jemand, und dann kann ich trotzdem laut beten, so für mich, weil er hat ganz, ganz viele Punkte. Der eine Punkt ist, wenn du leise betest, also nur so innerlich, du wirst so schnell abgelenkt, oder? Du bist so schnell bei was komplett anderem und hörst ganz auf zu beten. Aber wenn du ein Gespräch führst und es ausdrückst und formulierst, du kannst viel mehr Emotionen reinlegen, du hörst dich selber, du bist viel konzentrierter und es ist viel natürlicher, oder? Weil mit niemandem unterhalte ich mich. Ich rede ja mit Gott, da kann ich das ja ausdrücken, also kann ich ja mit ihm reden, also nicht nur so tun, als ob. Also genau, also einfach nur als, es ist, ja, betet laut, genau. Und auch die Gebetslisten laut beten. Okay, jetzt noch ein Punkt, innere Bilder, habe ich das mal genannt, ich wusste nicht, wie ich das besser nennen soll. Also der Punkt wäre für mich, die eigene Vorstellungskraft zu gebrauchen, um Gott zu begegnen. Ich weiß, ich mute euch heute eine Menge zu, manche davon ist so ein bisschen, wow, was? Aber ihr schafft das. Die Bibel gebraucht extrem viel Bildsprache, um was über Gott auszudrücken oder über Orte, wo Gott wohnt, auszudrücken. Das klassische Beispiel wäre Offenbarung 4. Wenn ihr mal Offenbarung 4 durchliest, da wird beschrieben, wie Gott auf dem Thron sitzt. Und das ist ein sehr buntes Bild. Und da wird dir in allen Details vorgemalt, wie das aussieht. Und jetzt zum Beispiel dieses Bild zu nehmen, das zu lesen in Offenbarung 4 und sich dann selber vorzustellen, wie das aussieht. Also Gott hat dir eine Vorstellungskraft gegeben. Und wenn du dir was Bestimmtes vorstellst, dann hat das Auswirkungen auf deine Gefühle und auf dein Handeln, auf alles andere. Also stell dir vor, so einen leckeren Brownie, wo die Schoko, ja, und sofort merken wir, da läuft Wasser, ja, oder zumindest bei mir. Ja, also was du dir innerlich vorstellst, hat Auswirkungen auf dich. Und diese Bilder zu nutzen, Offenbarung 4, sich vorzustellen, wie Gott auf dem Thron sitzt und wie die viele lebendigen Wesen da drum sind und die 7 Feuerfackeln und jetzt stehe ich dort oder ich knie dort oder ich bin dort vor diesem Thron und dann spreche ich bewusst in dieses Feuer Licht hinein, was dort auf diesem Thron sitzt und ich rede mit diesem Gott ganz gut. Hilft mir unglaublich, mich zu fokussieren und unglaublich Gott zu begegnen. Also zum Beispiel auch, wenn ich in Sprachen bete, bete ich in der Regel zum Geist Gottes in mir oder ich bete zu dem Gott, der auf dem Thron sitzt. Oder manchmal auch zu Jesus, der mir gegenübersteht. Mag ich zum Beispiel auch mir vorzustellen, weil er ist ja da, oder? Alle Tage meines Lebens ist er da, also ist er irgendwie da und ich darf mir das vorstellen, wie er da ist und mich anschaut. Es macht viel mehr Spaß, mit Gott zu reden, wenn er uns anschaut. So, Gott, ja, nee, aber er schaut mich an. Die Bibel sagt, seine Augen ruhen auf mir, also er guckt mich an. Und dann gucke ich ihm in die Augen und ich rede mit Jesus. Das macht so viel. Wenn es dir hilft, stell dir einen Stuhl hin, setz dich auf den anderen und red mit ihm. Verstehe, Gebet ist was sehr Natürliches. Und sich das vorzustellen, unsere Vorstellungskraft wird immer begrenzt sein. Das heißt, das ist nicht, wie du dir den Thronsaal Gottes vorstellst, ist jetzt nicht, wie es genau sein wird, weil es noch viel herrlicher und schöner ist. Aber es ist ein Sprungbrett, fokussiert, konzentriert mit diesem Gott zu reden.
statt dass ich irgendwie so vor mir hinrede und mir die Decke angucke, schließe ich meine Augen und fokussiere mich. Ich bin jetzt in Christus mitsitzend in himmlischen Örtern. Ich bin vor diesem Thron. Und wenn ich jetzt bete, bete ich Vater unser im Himmel. Wo bete ich denn? Im Himmel. Ich bete zu dem, der auf dem Thron sitzt. Und dann stelle ich mir das vor, wie ich zu dem bete, der dort sitzt, voller Eifer und Feuer und Liebe und Kraft und Herrlichkeit, und direkt dort hinein spreche ich. Da macht es viel mehr Spaß, weil da habe ich irgendjemanden, der mich anguckt. Also das zu nutzen, wir nutzen unsere Vorstellungskraft für alles Mögliche, aber nicht fürs Gebet, denn ich frage mich, warum? Das will ich dich ganz, ganz, ganz arg ermutigen. Mal dir so Bilder oder mal diese Orte, oder manche sagen, ich habe so meinen Garten mit Gott. So mein Garten Eden, wo er mich reingesetzt hat. Und das stelle ich mir vor und es hilft mir, Gott zu begegnen. Ich weiß, manche von euch denken, ah, aber wenn ich mir das vorstelle, ist es ja nie mehr. Probier das mal. Ich glaube, wir brauchen so eine Grundoffenheit mal für Neues. Also bau dir Orte, wo du dir Begegnungsorte in deinem Geist, in deinem Inneren vorstellst, Gott dort zu begegnen. Und das Interessante ist, was ich oft oder manchmal erlebe, wie Gott eingreift in diese Orte. Also ich stelle mir das vor und plötzlich tut er was dort, was ich mir aber nicht vorstelle, wo ich merke, boah, plötzlich greift er ein in dieses Bild und da passiert was. Also Gott nutzt den Raum meiner Vorstellungskraft, um mir zu begegnen. Okay. Für alle, die ich noch nicht genug geschockt habe, was auch eine große Hilfe sein kann, sind Bilder und Symbole. Ich wollte erst Ikonen schreiben, aber ich habe dann gedacht, ich ärgere euch nicht ganz so arg. Das ist auch sowas, was wir im Freikirchenerbe ein bisschen wenig haben und anfangen wieder zu entdecken, ist, dass Gott schön ist und dass man das ausdrückt. Also eine gute orthodoxe oder katholische Kirche, gehst du rein und denkst, wow. Eine Freikirche, gehst du rein, quadratisch, praktisch, gut und es gibt Kaffee. Also was sagt unser Gebäude aus über die Schönheit Gottes? Es sagt, Gott ist pragmatisch. Und so eine Kathedrale denkst du rein, boah, Gott ist majestätisch. Und jetzt haben wir neue Lichter und machen was damit und so, ja. Früher waren es halt die Fensterscheiben, wo das Licht reingekommen ist, und dann hast du bunte Lichter, ja, und jetzt bewegen sich unsere bunten Lichter. Aber Kunst, Schönheit, Musik, Lieder, das alles zeigt was von der Herrlichkeit Gottes und kann uns helfen, muss nicht, aber kann uns helfen, Gott zu begegnen. Und zum Beispiel, ah ja, das brauchen wir gleich erst, aber du kannst es auch stehen lassen, das ist so schön. Und zum Beispiel ein Kreuz, ja, dir ein Kreuz hinzustellen und bewusst sich darauf zu fokussieren und es wie meditativ zu nutzen, um Gott zu begegnen, kann unglaublich hilfreich sein. Weil viele, wenn sie beten, dann haben sie keinen Fixpunkt, dann haben sie kein irgendwas, um zu sagen, ich richte mich bewusst auf dieses Kreuz aus und da bin ich jetzt. Und es können auch andere Sachen sein, kann auch irgendwelche Bilder oder was auch immer sein. Ich habe euch mal eines meiner Lieblingsbilder mitgebracht. Das ist so eine Ikonenmalerei aus der orthodoxen Kirche. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber von Andrei Rubliov oder so. Rubliov, irgendwie so. Sehr, sehr bekannt. Ich denke, einige kennen das auch, oder? Ja, ich sehe schon die Ikonenfans. Das ist für mich ein unglaublich schönes Bild. Es stellt die Dreieinigkeit dar. Aber weil in der Ikonenmalerei niemals Gott dargestellt wird, ist es nicht direkt Gott, sondern es ist die Szene, wo Abraham drei Gäste bekommt, wo der Engel des Herrn zu ihm kommt. Und es sind die drei Gäste, die bei Abraham am Tisch sitzen. Und dieses Bild wird verwendet für die Dreieinigkeit. Und in der Mitte ist dieser Kelch und ist die Einladung an den Tisch des Herrn. Und ich hatte eine ganze Zeit, im ersten Halbjahr vor allem, wo ich dieses Bild genutzt habe in meinen Gebetszeiten. Ich habe mir das, ist auch mein, ich zeig das mal. Das ist gerade mein Smartphone-Hintergrundbild. Und das muss ich immer erst an der Dreieinigkeit vorbei, wenn ich zu meinem Smartphone will. Und ich habe mir dieses Bild auf meinem Tablet oder was auch immer einfach vor mich hingestellt. Oder nach einer Weile kenne ich das Bild auch ganz gut, dass ich es mir nochmal neu vorgestellt habe. Und habe mich bewusst an diesen Tisch gesetzt und saß dann einfach mit der Dreieinigkeit am Tisch. Meistens war ich ruhig, weil die hatten mehr zu sagen. Und ich habe es einfach genossen, ich war Teil von dieser Gemeinschaft. Und dieses Bild hat mir geholfen, mich da dazuzusetzen.
Und das war für mich ein Einstieg. Versteht ihr? Also Ikonen ist der Punkt ja nicht, dass du dieses Bild anbetest. Das ist ja nicht der Punkt, warum es Ikonen gibt oder warum es Malerei gibt und so weiter. Ja? Oder warum wir da ein Kreuz haben. Es ist ja nicht, dass wir sagen, oh, heiliges Kreuz. Nein, das hilft uns, uns zu fokussieren. Und genauso ist dieses Bild eine Hilfe der Meditation, eine sichtbare Hilfe, Gott zu begegnen. Und probiere das mal aus. Ich habe überhaupt keinen orthodoxen katholischen Hintergrund. Das heißt, ich tue das alles nur als Quereinsteiger entdecken, weil ich lerne von allen. Also ich bin ja nicht so doof, dass ich nur von meiner Gruppe lerne. Ja? Also nein, wir lernen von allen. Ja? Das ist so ein Reichtum im Leib Christi. Und das, was irgendwo gut ist, das können wir doch nehmen. Ja? Und dann sagst du, ja, aber da gab es doch auch irgendwie komische Sachen, wo das dann schief, ja, musst du ja nicht machen. Nimm doch das Gute. Ja? Also bei Luther haben wir auch das Gute genommen, oder? Wir sind jetzt trotzdem nicht begeistert über seine Rolle bei den Bauernkriegen oder was er über Juden geschrieben hat und trotzdem können wir doch das Gute nehmen, oder? Und genauso machen wir das hier. Genau, also Gegenstände, wenn es dir hilft, auch nicht jeder ist so ein Typ, dem das hilft, ja? Deswegen guck, ob dir das hilft oder irgendwelche Sachen, die du dir so aufbaust, wie so einen kleinen Mini-Altar, nicht ein Altar im Sinne von, du bringst dein Opfer da, sondern ein Ort, wo dir bewusst hilft, zum Beispiel sich ein Kelch hinzustellen und ein Brot daneben. Das kann für manche eine unglaubliche Unterstützung sein, jetzt in eine Begegnung mit Gott zu kommen. Oder whatever, sei kreativ. Aber wir haben manchmal so dieses Ding, dass wir in allem werden wir so kreativ, aber in unserem Gebetsleben auch bloß keine Vorstellungskraft, bloß keine Bilder, bloß kein gar nichts. Und dann sitzen wir in so einem viereckigen quadratischen Raum. Und ja, nutzt doch das, was Gott uns gegeben hat, um ihm zu begegnen. Und ich weiß, das erweitert so ein bisschen vielleicht unser Gottesbild oder auch Weltbild, dass Gott in diesen Dingen ist und spricht und wirkt und sich zeigt. Aber deswegen sind wir hier beim Bibeltraining, wir wollen ja was lernen. Ja? Also wir sind ja nicht hier, damit wir hier reingehen und danach genau gleich denken und leben wie davor, sondern... Okay, ui, die Zeit rast ja schon. Okay, es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viele weitere praktische Sachen und Dinge und so, auch Gebetsübungen. Wir haben ja nur einen Teil angeschaut, zum Beispiel, ich habe auch überlegt, ob ich euch noch das Gebet der Sammlung beibringe. Auch eine ganz spannende Sache, könnte man nachgehen, wo man quasi auch sich mit einem Gebet vor Gott sammelt und dieses Gebet immer wiederholt und irgendwann einfach darin ruht. Ganz spannende Sache. Also es gibt viel cooles Zeug. Oder auch Spaziergänge mit Gott oder geistiges Tagebuch schreiben oder Bible Art. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Der Punkt ist, es gibt so viel. Such dir einfach, was für dich passt und funktioniert. Und das wäre für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Gott hat mit jedem eine individuelle Beziehung. Das heißt, was er auf der Einbeziehungsebene hier macht, ja, sagt der Hansi, dem begegne ich so, dass es wieder funktioniert. Es muss nicht so sein für mich und andersrum. Das heißt, jeder lebt seine eigene Beziehung mit Gott und guckt, was dient uns. Plus, du läufst auch durch verschiedene Phasen. In manchen Phasen funktioniert das eine total gut, in anderen Phasen gar nicht mehr und du nimmst was Neues dazu. Das heißt, es gibt unterschiedliche Typen auch von Spiritualität. Und es ist auch wichtig, dass du entdeckst, was ist mein Gotteszugang. Weil in den meisten frommen Kreisen ist meistens ein oder zwei Bilder von Spiritualität total idealisiert. So ist ein guter Christ. Also das wird nicht so gesagt, aber automatisch passiert es. Zum Beispiel in Gebetshauskreisen ist natürlich ein Bild von Spiritualität geprägt von viel Bibel, viel Beten, viel Kontemplation, viel vor Gott sein. Das ist, wie man seine Spiritualität lebt. In anderen Kreisen wäre vielleicht viel stärker Zeichen, Wunder, Prophetisches, das ist, wie man ja, und im Lobpreis zu hüpfen, ja. In anderen Kreisen sind das die Fanatiker, die im Lobpreis hüpfen, und die Wirklichen sind die, die so dicke Bibeln haben, mit denen man einen Elch totschlagen könnte, ja. Also, verstehe, es gibt so unterschiedliche Idealbilder, und der Punkt ist, du hast in jeder Versammlung, hast du eigentlich zig verschiedene Zugänge eigentlich zu Gott, und wir sind oft begrenzt durch unsere Tradition. Das heißt, such für dich, was für dich passt. Es gibt auch so ein paar coole Bücher, ich habe das mal mitgebracht hier als Beispiel vom Schwarz, drei Farben der Spiritualität, wo er 9 verschiedene Typen der Spiritualität aufzeigt. Kann man unglaublich viel lernen, ist natürlich wie jedes Modell immer begrenzt, aber ich finde es sehr, sehr gut. 9 unterschiedliche Typen von Spiritualität, Christian A. Schwarz, und
zeigt dann auf, wie du wachsen kannst in deinem Typ sozusagen, aber auch wie du unglaublich profitieren kannst, wenn du zum Entgegengesetzten gehst. Also der, mit dem du gar nicht kannst, ja? Wo du gar keinen Zugang hast. Ja? Zum Beispiel der Hypercharismatik, Heilige Geistmensch, mit dem, der so ein rational denkender Typ ist und dir erklärt, warum es vernünftig ist und so weiter. Ja? Wie können die, wenn die zusammenkommen, unglaublich viel voneinander lernen? Ganz cool, ganz super, weil ich finde, es gibt nicht diese One-Fits-All-Lösung, so muss es jeder machen, sondern es gibt einen Zugang für dich zu Gott und der darf unterschiedlich aussehen. Genau, und in all dem, was wir jetzt gelernt haben, gehört haben, gemacht und getan haben, bastel dir daraus einen Lebensrhythmus. Die Mönche nennen es oft so eine Lebensregel zu haben. Also wo das gesamte Leben, alles was wir tun, auf Christus hinausgerichtet ist. Wo Gebet für dich nicht länger nur eine Sache ist, die du auch machst, sondern wo du sagst, ich durchdenke mein gesamtes Leben, wie durchwebe ich das so, dass alles auf Christus hinausgerichtet ist. Und wie nutze ich jetzt diese verschiedenen Gebetszeiten? Zum Beispiel Gott zu atmen, kannst du sagen, ein Ritual einrichten, immer wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und noch im Auto sitzt, nimmst du dir noch 5 Minuten einfach Gott zu atmen. Solche ganz vielen kleinen Sachen, bau das in deinen Tagesrhythmus, in deinen Wochenrhythmus, in deinen Monats- und Jahresrhythmus, bau dir Dinge ein, wo du sagst, so kann ich mein ganzes Leben und es ändert sich ständig. Ja? Aber beständig dran zu seinen eigenen spirituellen Lebensrhythmus zu haben. Wie baue ich dort die ganzen spirituellen Übungen ein, Bibel lesen, biblische Gebete, inneres Gebet, blablabla, wie baue ich das mir zusammen? Dann, wie lebe ich einen Sabbatrhythmus, wie arbeite ich auf Christus hin, wie tue ich Beziehung und alles auf Christus hinaus. Das wäre eigentlich das Ziel von Spiritualität. So nebenbei, genau. Richtet euer ganzes Leben auf Jesus. Okay, weil es noch so viel Gutes ist, habe ich gedacht, ich empfehle euch noch ein paar Bücher. Wer nicht so der Bücherwurm ist, wert einer. Nein. Manche lernen ja viel mehr auch über Podcasts und solche Sachen. Zum Thema Gebet, weiß nicht, vielleicht kennt ihr gute Sachen auf Deutsch. Ich kenne nicht so viele gute auf Deutsch eigentlich. Aber wen ich wirklich feiere, also deutschsprachige Sprecher, sind Johannes Hartl und Rainer Harter, so halt Gebetshausleute. Was die über Gebet lernen, ist sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr ermutigend. Also Rainer Harter, Johannes Hartl, schätze ich sehr. Genau, wer englischsprachig ist, gibt es natürlich sehr viel mehr coole Sachen noch anzuhören. John Piper oder auch die ganzen IHOP-Leute von Mike Bickle, Corey Russell und so weiter, die haben mich unglaublich geprägt. Genau, aber für alle, die deutsche Bücher lesen wollen, ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, wo ich sage, das kann euch unglaublich helfen, weiterzuwachsen. Das eine ist, heißt auch so, Im Gebet wachsen, von meinem Hero Mike Bickle. Das hat er nach 40 Jahren geschrieben, wo, also der Mann beeindruckt mich, weil er einfach seit 40 Jahren Vollgas mit Jesus unterwegs ist, so viel auf die Beine stellt und so ein tiefer Mann des Gebets ist. Und er leitet das International House of Prayer in Kansas City, so das größte Gebetshaus, die seit knapp 20 Jahren Tag und Nacht beten mit ein paar tausend Leuten. Und das ist so seine Legacy, also so sein, wie sagt man, Legacy. Und das ist eigentlich so ein Muss-Buch für jeden, der irgendwie Christ ist, finde ich, weil das ist echt so ein Handbuch, wo jedes einzelne Kapitel ein eigenes Thema ist. Also du kannst auch einfach das Buch kaufen und sagen, was interessiert mich, zu fasten, einfach mal ein gutes Kapitel, zack, sehr komprimiert zu fasten oder zu auch Fürbitte-Themen, die wir jetzt hier gar nicht behandelt haben oder nochmal zum inneren Gebet oder so. Also richtig, richtig gut. Auf Deutsch, Mike Bickle, Im Gebet wachsen. Ich kriege übrigens kein Geld dafür oder Provision oder so. Ich vermarkte die wirklich, weil ich begeistert bin. Ja. Dann ein Buch, was weniger bekannt ist, aber verdient hätte, dass es jeder Christ liest, ist Gebet als Begegnung. Das ist tatsächlich ein deutsches Buch, also keine Übersetzung. Der Untertitel ist Kontemplatives Leben im 21. Jahrhundert von Bello und Reschke. Das ist unglaublich gut, weil hier auch, da findet ihr zum Beispiel auch das Examen drin oder Gebet der Sammlung oder solche coolen Sachen. Auch Lectio Divina ist, glaube ich, drin. Und sie erklären, wie kann ich diese kontemplativen Dinge, also das, was so tiefe Sachen wie die Wüstenväter und orthodoxe Mönche, die da irgendwie 12 Stunden am Tag beten, wie kann das lebbar sein im 21. Jahrhundert für einen Normalbürger? Und unglaublich hilfreich, unglaublich inspirierend.
würde ich wirklich jedem empfehlen, Gebet als Begegnung, auch überhaupt dieses ganze Paradigma von Gebet als Genuss und Gott zu begegnen, ihn zu erfahren und nicht Gebet als eine, ich bete Listen ab und mache irgendwie sowas, also das kann ich total empfehlen, Gebet als Begegnung. Dann der ewige Klassiker, Nachfolge feiern, natürlich von Foster, ist ein Standardwerk über Gebet, Fasten und auch coole Sachen drin, wie zum Beispiel Beichte, ich glaube, es heißt bei ihm anders, aber sowas, also wie kann ich das Abendmahl und so, verschiedene Formen, wie Nachfolge ganzheitlich aussehen kann, genau, also Richard Foster ist muss. Und was ich noch mitgebracht habe jetzt heute Morgen spontan, das habe ich nicht auf eurem Zettel, habe ich nämlich die Buchempfehlung drauf, ist das Dirty Glory von Pete Craig. Es ist auf Deutsch, der Titel ist Englisch. Dirty Glory, also dreckige Herrlichkeit. Ist der Typ von den 24/7 Gebetsräumen. Vielleicht kennt ihr das Buch Red Moon Rising. Das wäre die Fortsetzung, aber die kann man auch ohne das erste Buch lesen. Er beschreibt einfach seine Reise mit Gott im Gebet. Und wenn ihr Bock haben wollt auf Gebet oder auf Gott oder Hunger und auch so ganzheitlich und auch mit den ganzen Krisen und Problemen und wie ihr es nicht hinkriegt und das, also es ist so ein cooles Buch. Ich bin noch nicht sehr weit, also ich habe ein Drittel erst gelesen, aber ich bin gerade mega gepusht von diesem Buch. Also wenn ihr einfach vor allem auch viel Inspiration und Ermutigung haben wollt, auch nicht nur so dieses persönliche Gebet, sondern auch Fürbitte und so, erzählt verrückte Geschichten, was die da erleben. Ganz auch unorthodoxer Typ, also anders wie Mike Bickle, der sehr geordnet, der alles in eben wunderschön ist, das ist so ein bisschen wild. Super cool geschrieben übrigens, also ich weiß nicht, ob ihr gerne gute, also so, ob ihr auf sowas achtet, wie, also als super schöne Sprache, also ganz toll. Selbst in der Übersetzung kommt es gut durch. Genau, Dirty Glory. Das wären noch so ein paar Empfehlungen, damit Bibeltraining auch dann bei euch weitergeht. Weil wir sind ja alles mündige Christen, die selbstverantwortlich ihr Leben gestalten und deswegen auch selber darum kümmern, Nahrung zu bekommen und nicht von einer Mahlzeit am Sonntag leben, sondern von sich beständig auszustrecken und. Gut, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um eine Q&A-Zeit zu machen. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Q&A heißt Question and Answer, das heißt Frage und Antwort. Du darfst jetzt einfach Fragen stellen oder eine Frage stellen und ich versuche so gut wie es geht, sie zu beantworten. Und es gibt so ganz einfache Regeln bei dem Thema. Das heißt, wir stellen kurze Fragen zum Thema und dieser Satz hat drei Betonungen. Wir stellen kurze Fragen zum Thema, damit wir die Möglichkeit haben, alle dran zu kommen. Das heißt, keine vierminütige Ausführung, warum du die Frage stellst, sondern stell einfach eine kurze Frage. Der Satz hat auch die Betonung, kurze Fragen zum Thema. Also stell bitte eine Frage, wo zum Schluss die Stimme so hoch geht. Ja? Also was ich meine, ist jetzt nicht einen Erfahrungsbericht der letzten zwei Jahre abzuliefern, sondern wirklich eine Frage zu stellen. Und zum Thema wäre ja, noch eine Betonung. Also wir gehen jetzt nicht in das Thema, keine Ahnung, was hast du da neulich nochmal über die Entrückung gelehrt, Lukas, rein, sondern wir bleiben beim Thema Gebet. Okay, wir machen das so, die Christine hat ein Mikro, da darfst du dann einfach reinsprechen, die hält dir das hin oder gibt es dir. Das hat den Hintergrund, dass für die Aufnahme einfach auch die Frage für die Leute verständlich ist und dass der restliche Raum dich gut hört. Genau, also stell gerne Kurzfragen zum Thema Gebet, was wir heute gesprochen haben, die letzten Wochen gesprochen haben oder auch die vielen, vielen Dinge, die wir nicht besprochen haben, weil wir nur drei Samstagvormittage haben. Okay. Thema Sprachengebet. Mich würde interessieren, wie legst du Emotionen in Sprachengebet rein, wenn du eigentlich gar nicht weißt, was du sprichst? Ja. Ich war mal in einem Rhetorikkurs, haben wir die Übung gehabt, dass wir Emotionen in völlig nichtssagende Worte reingeben. Wir durften nur Zahlen verwenden und mussten Emotionen ausdrücken. Zum Beispiel Traurigkeit. 7, 4, 3, 73. Wut. 115! Also, ja, ohne dass ich was inhaltlich sage, kann ich Emotionen drücken. Das war beim Rhetorikus super spannend. Und ähnlich mache ich es beim Sprachengebet. Ich verstehe nicht, was ich sage, aber ich lege bewusst Emotionen rein. Und manchmal hat man auch ein Gefühl, wohin Sprachengebet geht. Aber grundsätzlich fange ich damit an, einfach, ich habe Gott lieb, Emotionen auszudrücken. Das heißt, ich blabber, also mein Punkt davon wäre, ich blabber nicht nur so, sondern ich mache eine Liebeserklärung. Und ja, hilft es oder?
Also zum Beispiel, wenn ich manchmal Sprachengebet auch nutze, wenn ich Fürbitte mache, dann hört es sich emotional anders an. Also gerade wenn ich was mache, was mich richtig nervt, also wenn ich für so Gerechtigkeitsthemen bete, wo ich sauer werde, zum Beispiel über den Jemen, wenn wir für den Jemen beten, da werde ich manchmal sauer, also richtig sauer im Gebet. Und da kann ich in Sprachengebet auch richtig Emotionen vom reingeben. Ja? Und damit drücke ich das aus und was immer der Geist mir dann an schönen Worten inspiriert. So mache ich das. Du hast vorhin gesagt, dass wir Gott genießen in seiner Gegenwart, aber das nur in zweiter Linie. Hauptsächlich geht es darum, Gott zu suchen und das steht über allem. Aber kann man das überhaupt trennen? Nein. Mein Punkt da drin war, dass wir, also Gott um seinetwillen zu suchen, egal was bei mir emotional ankommt. Also weil es besteht die Gefahr, wenn wir intensiv Gott erleben, dass wir irgendwann von dem Gefühl, was er uns gibt, abhängig werden, dass wir irgendwann nur noch suchen, ach, das ist so schön, bei Gott zu sein. Wir suchen plötzlich das Gefühl und gar nicht mehr ihn. Das war mein Punkt da drin. Aber natürlich, wenn man Gott begegnet, hat das immer eine Auswirkung. Und von daher, man kann es nicht trennen, das Gefühl, also oder das, was Gott gibt und das, was Gott ist, das ist nicht ganz trennbar. Mein Punkt wäre nur, dass Gott uns manchmal führt, eben durch so Zeiten, wo er uns auch dem entwöhnt, was wir so gewohnt sind, dass wir jedes Mal, ich habe Zeiten, da weiß ich jedes Mal, wie Ignatius sagt, wenn ich Gott suche, finde ich ihn, ich gehe rein und es ist einfach schön. Aber ich habe dann auch erlebt, wie ich das gesucht habe, dass es schön ist und nicht mehr ihn. Und da muss Gott uns manchmal entwöhnen. Das ist, was ich versucht habe auszudrücken. Das ist so ein bisschen, es ist so weniger so ein Thema, was man erklärt, finde ich, sondern wo man so auf seiner spirituellen Reise oder seiner geistigen Reise irgendwie so entdeckt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es gar nicht besser ausdrücken, was ich da meine. Es tut mir leid. Zum Thema, dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner Freude. Das hört sich für mich so an, als würden wir uns da ganz viel einreden müssen, damit wir ist das schön. Also wenn wir uns nur das schön genug vorstellen, dann wird es auch irgendwann schön. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, erstmal ist diese Aussage eine Aussage zu merken, hey, wenn mein Gebetsleben mir keinen Spaß macht, wo gucke ich nach, statt dass ich nachgucke, ja, ich mache halt nicht genug, ich tue nicht genug, zu merken, vielleicht liegt es einfach daran, dass, wenn ich an Gott denke, ich gar keine Glücksgefühle habe und mich gar nicht freue und ihn gar nicht schön finde. Und da, ich habe nur Lust, mit jemandem Zeit zu verbringen, der mich mag, den ich mag, mit dem es halt Spaß macht, Zeit zu verbringen. Und dann setze ich beim Gottesbild bewusst an. Und dann, ja, ich würde nicht sagen, dass man sich das einredet, sondern entdeckt. Also Gott ist ja unendlich schön, das glauben wir ja. Wir glauben ja, dass Gott unendlich liebevoll und gut und was auch immer ist. Und dann zu sagen, Gott, ich will dich mehr wirklich so erfahren, diese ganzen frommen Weisheiten, die ich auch habe. Gott ist der wunderbare Vater, zu sagen, Gott, ich brauche diese Offenbarung, weil du bist für mich der Vater und alles wunderbar, aber ich erlebe das nicht, wenn ich an dich denke und fühle und wie auch immer, dann lebt mein Herz nicht auf, sondern ich denke, ja, wie auch immer. Und deswegen, es wäre für mich kein Einreden, sondern auf den Weg machen und sich bewusst machen, aha, mein Problem ist nicht, ich habe nicht genug Gebetsübungen oder ich bin nicht diszipliniert genug, sondern der Ursprung des Gebets ist, wer ist Gott für mich und da anzusetzen. Jetzt nicht im Sinne von, ich rede mir ein, Gott ist schön und jetzt macht es plötzlich Spaß. Sondern ich entdecke, mache mir auf die Reise, Gott ist schön und dann macht es Spaß. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schlauer beantworten kann. Du hast im zweiten Teil gesagt, dass wir beim Beten eine Erfolgsgarantie haben. Was ist jetzt, wenn ich aber für einen kranken Menschen bete und der trotzdem stirbt oder nicht gesund wird? Also Erfolgsgarantie. Ich habe gesagt, wenn wir biblische Gebete beten, dann können wir sicher sein, dass das dem Willen Gottes entspricht. Und dann habe ich gesagt, da haben wir eine Erhörungsgarantie drin.
Genau, also ich habe nicht bei jedem Gebet, das ich spreche, eine Erfolgsgarantie im Sinne von jedes Gebet, was ich spreche, wird genauso beantwortet, wie ich mir das vorstelle, sondern jedes biblische Gebet, was ich bete, weiß ich, das muss der Wille Gottes sein, weil es ist verbrieft in seinem Wort und ich habe eine Erhörungsgarantie. Und das stärkt erstmal meinen Glauben und gerade das Thema Heilungsgebet ist natürlich der absolute Klassiker, wo wir merken, okay, wo sind da Grenzen oder wie auch immer. Und das muss man, finde ich, sehr, sehr pastoral, seelsorgerlich angehen, das Thema. Also, weil es hat unterschiedliche Gründe, warum nicht jeder Kranke bei mir sofort geheilt wird. Das hat einerseits den Grund, manchmal vielleicht einfach, Lukas, du hast nicht genug Glaube und Gott will mich herausfordern. Manchmal hat einfach den Grund, keine Ahnung, man weiß es nicht, welchen Grund. Manchmal hat es den Grund, dass das eben das Klassische noch nicht im Schon-Jetzt ist. Also meine Theologie ist eigentlich sehr einfach. Es heißt, das Reich Gottes ist angebrochen und es wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, wir leben schon jetzt im Reich Gottes und können schon jetzt die Segen, schon jetzt die Kraft, schon jetzt die Herrlichkeit des Reiches Gottes erleben, aber noch nicht vollendet. Also ich bin ja auch zum Beispiel charakterlich noch nicht vollendet. Da ist ein schon jetzt begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Und genauso ist es in unserer Autorität und Vollmacht und Thema Heilung. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr schon jetzt erleben können und dass wir uns danach ausstrecken, dafür beten, dafür gehen, dafür fasten. Und manchmal ist es auch echt dran, da wirklich dran zu bleiben und durchzugehen und dann es auch zu erleben. Auf der anderen Seite bleiben wir manchmal auch in diesem, okay, wir leben in dem noch nicht. Unser Körper ist noch nicht erlöst. Also mein Körper ist noch nicht erlöst. Der verfällt noch. Und irgendwann wird er nicht mehr verfallen, weil dann wird es auch Verstehungskörper sein. Und vielleicht, weil wir gerade bei dem Thema Heilungsgebet sind, wäre für mich unglaublich wichtig, dass wir mutig für Heilung beten, aber dass wir es immer ganzheitlich tun. Heilungsgebet muss immer dem ganzen Menschen dienen und selbst wenn er danach nicht, es ihm besser geht körperlich oder er nicht ganz geheilt ist, sollte er danach ermutigt sein. Das heißt, betet nur für die Kranken, die das wirklich wollen. Ich habe neulich einen Post gelesen von einer Freundin von mir auf Facebook, die war überschrieben mit: Der Albtraum, auf Krücken zu einer charismatischen Konferenz zu gehen. Und da hat sie ihre Erfahrung beschrieben, wie schrecklich es war für sie, weil sie, ja, genau, da ganzheitlich dran zu gehen. Ja, also ich habe keine Erhörungsgarantie in dem Sinne von, ich weiß, für jeden Kranken bete ich und der wird geheilt. Aber im gewissen Sinne schon, wenn ich, also das ist jetzt ein bisschen krass, aber wenn ich das große Bild mache, jedes meiner Gebete wird beantwortet werden, wenn Jesus kommt. Weil das, was Jesus sagt in Lukas 18, wenn er über Gebete, anhaltendes Gebet und auch Gebet, was sich hinzieht, lehrt, da sagt er, ich gebe euch ein Gleichnis, damit ihr betet ohne Unterlassen. Dann sagt er, Gott wird jedes Gebet erhören von den Heiligen und Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und dann sagt er, wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er wiederkommt. Das heißt, manche dieser Gebete, wo wir Tag und Nacht schreien, werden wir erst die Antwort erleben, wenn Jesus kommt tatsächlich. Und so kriege ich es ganz gut ausgebalanced für mich, weil man kann auch von zwei Seiten vom Pferd fallen. Man kann sagen, ja, nee, Heilungsgebet gibt es nicht mehr. Man kann auch sagen, jeder Mensch wird irgendwann, also wird jetzt geheilt werden und muss jetzt und so. Und es ist einfach, wenn ich die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte angucke, die sind halt irgendwann auch alle gestorben. Und also, ja, wir leben noch in dieser Spannung. Aber wir haben nächstes Jahr einen ganz spannenden Bibeltag. Da kann ich ja gerade mal Werbung für machen. Im Januar, 26. Januar, werden wir einen Tag zum Thema Heilung haben. Wo, glaube ich, richtig, richtig tief wird, richtig, richtig spannend. Und auch, wie gehen wir damit um, wenn jemand nicht geheilt wird, wie und so weiter. Das wird richtig intensiv. Also wer Bock hat auf das Thema, da ist dann auch jemand, der da sehr viel mehr Ahnung von hat und auch seine Doktorarbeit drüber geschrieben hat, der da viel geforscht hat mit dem ganzen Thema Heilung und richtig gut unterwegs ist. Das wird spannend, ja. Ja, nutzt das aus, ja. Ja, sorry. Bei dieser, auch nochmal in Teil 2, also diese drei Kreise angezeichnet hast. In der Mitte Geist, außenrum Seele, außenrum Körper. Mhm. Pass auf, jetzt muss ich das kurz nochmal hier lesen. Du hast gesagt, dass der Geist rein und vollkommen ist. Mhm. Das Innere, dort wo Gott wohnt. Ja. Aber wenn ich jetzt meinen Körper als Ganzes sehe und durch irgendwelche Sünden oder so weiter mich verunreinige, verunreinigt sich dann nur mein Körper und die Seele und der Geist bleibt trotzdem rein? Habe ich das dann richtig verstanden oder ist es dann alles? Ja, ich meine,
dieses Schema ist natürlich sehr vereinfacht. Das biblische Menschenbild ist sehr viel komplizierter als das, aber ich finde es immer schön, das so dreiteilig aufzumalen, weil das einfach, es geht in unseren Kopf, wir können das Grundprinzip verstehen. Ich würde sagen, ja, bei der Wiedergeburt geschieht Folgendes: Ich werde geboren aus Wasser und Geist. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, glaube ich, dass wir geschaffen sind zu wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit als ein neuer Mensch. Das heißt, wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus. Und jeder von uns weiß, das ist noch nicht meine Seele, das ist noch nicht mein Wille, das sind noch nicht meine Gefühle, das sind noch nicht alles, was ich tue, ist genau das. Und deswegen würde ich sehr vereinfacht sagen, ja, unser Geist ist sozusagen der Ort, wo wir ein Geist sind mit Gott. Der Geist ist schon komplett erneuert, komplett heilig, komplett gerecht vor Gott. Aber es ist natürlich eine Frage, wie füllst du auch Geist? Also wie füllst du diese Vokabel Geist? Weil wird ja auch verwendet für der Geist, also für unser Denken und wie auch immer. Und das meine ich nicht mit Geist dort. Von daher ist da ein bisschen eine anthropologische Frage, wie wir den Menschen aufbauen. Aber ja, ich würde sagen, also zumindest in der engen Definition, wie ich dort Geist verstehe oder unser neuer Mensch in uns oder wie auch immer, der ist komplett neu gemacht schon. Ich bin ein neuer Mensch in Christus und ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin zu wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen als neuer Mensch. Und jetzt wird durchgeheiligt der Rest. Ja. Genau. Ich habe eine Frage zum Moment des Zuspruchs. Mhm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, an was Tolles denke, wo jetzt beispielsweise ein Witz gewesen ist, vielleicht so ein schmutziger Witz, und wo ich aber wirklich herzlich gelacht habe oder wo ich einfach diesen Moment einfach hatte, ist das dann, also muss ich dann kein schlechtes Gewissen haben irgendwie, dass ich jetzt sage, okay, das ist gerade genau dieser Moment ist, der mir so viel Freude gegeben hat, obwohl es eigentlich nicht so wirklich ein christlicher Moment gewesen ist. Sehr gut, ja. Ja. Also wichtig, ich sage, dass Gott ist in jedem Moment unseres Lebens bei uns und in allem steckt er irgendwie drin, hat zu allem eine Meinung und wie auch immer. Und jeder Moment, wo wir Gefühle erleben, sagt uns was über Gott und über uns. Ja? Und wenn jetzt ein schmutziger Witz, also bleiben wir mal beim Krassen, ja, schmutziger Witz uns zum Lachen bringt und Freude und irgendwie, wenn wir dann unser Examen machen, kommen wir auf den Moment und sagen, oh ja, da. Dann heißt es nicht, also ich sage nie, dass ein Moment 100% rein Gott war, sondern das sagt einfach nur, das hat was mit dir gemacht und Gott war ja irgendwie da, als dein Kollege den Witz erzählt hat. Ja? Und dann reinzugehen und sagen, okay, so habe ich mich da gefühlt und dann zu fragen, Gott, warum habe ich mich da so gefühlt? Warum habe ich mich da so, wie siehst du das? Kann auch sein, dass Gott dir dann eher mal ein bisschen sagt, Also ich sage nicht, dass jeder Zuspruch, den wir erleben, unbedingt gut sein muss. Also zum Beispiel Sünde kann ja, also wenn wir noch krasser gehen, richtig, Sünde kann ja auch ein Moment sein, wo uns was Gutes tut. Ja? Dann wäre sicherlich nicht, dass Gott da sagt, ja, das war ich, sondern eher, dass Gott sagt, ja, guck mal, da ist eine Sehnsucht in dir nach, und deswegen hat die Sünde dir das gegeben, aber ich will dir eigentlich oder so. Ja. Genau, das heißt, das, was uns Zuspruch und Leben gibt, muss nicht rein Gott sein, aber Gott ist da dabei und drin und er will mit uns diese Themen durchgehen. Ja. Und ja, aber ich glaube auch, dass es kann interessant sein, solche Themen mit Gott durchzusprechen, weil das sprengt viel auch unser Gottesbild. Also ich habe zum Beispiel mal erlebt, dass Gott mir einen Witz erzählt hat und dann habe ich den weitererzählt und dann lagen alle auf dem Boden und haben gelacht, weil es einfach so eine witzige, das war einfach Situationskomik-Witz. Allein der Gedanke, der Heilige Geist hat mir gerade einen Witz erzählt, ist schon irgendwie verrückt. Ja? Also Gott ist da auch sehr viel entspannter und ganzheitlicher. Ja. Aber ja. Also mir geht es so im Alltag oft, dass ich, wenn ich so überlege, okay, wann nehme ich mir Zeit zum Beten, dass ich dann wirklich konzentriert bin und nicht irgendwie total müde bin und irgendwie in den Gedanken abschweife. Was sind da ganz praktische Sachen, die ich dann machen kann oder auch vielleicht bedenken sollte, weil jeder weiß eigentlich, nach dem Mittagessen ist nicht so die super Zeit, dann ist mein Magen gerade voll und ich bin eher müde. Und du hast gesagt, laut zu beten, aber was weiß man da vielleicht auch oder aus den Büchern, was vielleicht ganz praktisch noch helfen kann, was ich tun kann, um fokussiert zu sein? Ja. Kaffee trinken? Nein, also auch, aber also erstmal wär das, zu gucken eben, wo sind gute Zeiten, also wo du voll da bist. Wenn du voller Morgenmensch bist, dann wäre das cool zu gucken, wie kann ich morgens echt eine gute Zeit mit Gott einbauen. Und dann wäre für mich auch so ein bisschen eine Frage,
was willst du in dieser Zeit machen? Zum Beispiel, ich finde so kontemplative Sachen nach dem Mittagessen, wenn du eh so halb müde bist, sind sau cool. Also Gebet musst du, also da würde ich nicht die Zeit einbauen, wo ich jetzt mit Gott strategisch über die Weiterentwicklung vom Gebetshaus rede und da irgendwie mit ihm da was klären muss. Das wäre nicht die Zeit. Da will ich abends irgendwo mal ein paar Stunden haben, wo ich einfach mit ihm unterwegs sein kann. Von daher kommt es darauf an, wie füllst du die Zeit? Und da auch vielleicht zu gucken, okay, wenn ich nach dem Mittagessen, ist für mich eigentlich eine Zeit, die relativ einfach ginge, vielleicht mache ich da was, wo ich einfach ganz entspannt bei Gott bin und wo ich gar nichts produzieren muss. Oder ich habe eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert, musst du gucken, das zum Beispiel zu einer Zeit genutzt, einfach um Bibel zu lesen. Und da lese ich laut die Bibel und lese einfach viel Bibel und nehme das in mich auf. Und da muss ich nicht so kreativ selber irgendwie, sondern ich lese einfach nur und nehme in mich auf oder so. Also ich würde gucken, was sind gute Zeiten, reserviere die für die richtigen, wo du tief fokussiert Gebetszeiten brauchst und guck andere Zeiten, was kann man da, wie kann man das nutzen. Oder auch, aber es kann natürlich auch, also klar, praktische Sachen, dann geh halt raus und spazieren oder trink Kaffee oder ich darf ja keine Schleichwerbung machen, für welche Nahrungsmittelergänzung ich nehme, aber dann nehme ich mir einen Schuss davon und dann bin ich voll da. Ja? Also nutz, was dir gut tut. Genau. Wir haben hier. Also, ich habe jetzt eine ganz, also man sagt ja immer, es gibt keine blöden Fragen, aber wahrscheinlich werden jetzt trotzdem viele schmunzeln. Ich frage aber trotzdem, ja, sehr gut. Was heißt kontemplativ? Ich kenne das Wort nicht. Okay, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht bin ich auch die Einzige hier drin, kann auch sein. Ich lese dir mal vor, wie Sie es hier definieren. Mit Kontemplation meinen wir das Betrachten, Hören und Wahrnehmen Gottes, einzig mit dem Zweck, ihm zu begegnen. Unter kontemplativem Gebet verstehen wir Gebet als Ort der Begegnung mit Gott, an dem er die Agenda für die gemeinsame Zeit vorgibt. So beschreiben Sie es. Ich würde sagen, Kontemplation bedeutet also Gebet als einfach nur Sein vor Gott, wo das Tun wegfällt, wo ich einfach nur bin. Also zum Beispiel Fürbitte ist für mich keine Kontemplation, sondern Kontemplation sind verschiedene Gebetsübungen, die mir helfen, einfach nur vor Gott da zu sein. Ja, weil du hast, also den Begriff hast heute häufiger verwendet, aber ist das ein Begriff, der so mehr im christlichen, also in dem Fall schon, oder? Ja, so, ja. Okay. Also der wird schon lange eben vor allem durch die ganze Mönchsbewegung sehr stark verwendet, Kontemplation, und weiß ich nicht, ob der auch Kontemplation, ob man den auch in anderen Kontexten verwenden würde, weiß ich nicht, aber ich kenne den aus dem christlichen Kontext Kontemplation, ja, genau. Mhm. War keine dumme Frage, war sehr gut. Ja. Es ist bei solchen Fragen immer so, dass 80% im Raum denken, oh, zum Glück fragt das jemand. Also weil du das eben mit Kaffee gesagt hast und so. Ja. Als ich Abitur gemacht habe, hatte ich eine Kollegin und die hat gekifft und gesagt, das hilft dir total. Da, wow, das ist so, die kommt da rein, dann hat sie Erkenntnisse. Genau. Es ist so ein bisschen scherzhaft gefragt, aber trotzdem, was würdest du sagen? Ja, ich hatte die Diskussion natürlich schon mit meinen Freunden, die mir erklärt haben, dass man auf gewissen Sachen natürlich viel tiefere Begegnung mit Gott haben kann. Boah, ich habe ja. Also ich bin nicht dafür. Ich habe meistens aufgehört, da auf dieser Ebene zu argumentieren, sondern bin auf eine tiefere Ebene gegangen, eigentlich zu sagen, hey, weil das Problem ist ja dann, wenn die Meinung wirklich haben und sagen, ja, da begegne ich Gott, und dann kannst du herumargumentieren, warum, und dann sagen die, ja, aber irgendwie, und Kaffee ist ja selber, und dann da hat man so eine Oberfläche, dumme, wo man nicht weiterkommt, und das ist nicht so meine Freude. Da habe ich eher versucht, auf ein tieferes Thema zu kommen, hey, wo sind da, also wie bist du mit Gott unterwegs, was sind Themen und so weiter. Aber ich habe da Leute, die habe ich auch nicht rumdiskutiert bekommen oder sonst was, sondern die haben das halt so geglaubt, und die einfachste Variante zu argumentieren ist wahrscheinlich, die Frucht anzugucken. Also guck dir die Leute an, die das wie gesagt haben, am Anfang mit Kiffen und dann auch auf Koks und so weiter, funktioniert es besser, guck, wo die jetzt sind, willst du diese Frucht in deinem Leben haben, ja oder nein. Also das ist für mich das beste Argument eigentlich, ja. Also falls du Anschauungsmaterial hast, ich kenne da Leute, die du als Beispiel verwenden könntest, wo man landen kann, von daher komm auf mich zu.
Dieses Sein vor Gott, wie kann ich das jemand erklären oder ihm da Lust drauf machen? So, stellen wir dieses Beispiel Martha und Maria. Mhm. Genau. Ja. Ja, ich meine, ich finde es auch sehr schwierig, weil tatsächlich, das ist ein Stück weit, muss man das erleben, weil sonst sitzen Leute nur da und machen nichts und langweilen sich und du sitzt da und bist vor Gott und es ist mega intensiv und sieht gleich aus von außen. Also ich finde es tatsächlich schwierig. Es geht bei ganz vielen christlichen Sachen so, dass es auch das Problem ist, dass die Vokabeln so besetzt sind und alle denken, sie wüssten, von was wir da reden. Und also wie man das erklärt, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja. Weil zum Beispiel, ich war nie ein Freund von Stille, weil Leute haben mir immer gesagt, dass Stille wäre so ein wichtiges Ding in der Spiritualität. Und ich fand Stille immer schrecklich, weil mich hinsetzen und nichts tun, ich habe mich totgelangweilt. Ja. So, um auf Gott zu warten, war so, okay. Ja. Und ich habe diese Realität Gottes irgendwie schmecken müssen, damit ich entdecken konnte, was es einfach ist, bei ihm zu sein. Von daher, was man machen kann, ist, man macht ein Bibeltraining und versucht es irgendwie 100-mal zu sagen und das hofft, dass es irgendwo durchgeht. Ja, also ich benutze halt oft Bilder, also zu sagen, bei Gott zu sein, ist eben wie ein Liebespaar, was einfach eng umschlungen da liegt und nichts tut, einfach sich genießt, als ein Bild oder ein Kind auf dem Schoß vom Papa oder an der Brust der Mama. Das ist Kontemplation, das ist Sein vor Gott. Oder eben mein Bild mit den zwei Kumpels, die ins Feuer starren, ja, und sich nichts unterhalten und nichts sagen und einfach diesen intimen Moment haben von, man guckt in die Glut. Wo Frauen dann fragen, was habt ihr euch unterhalten? Ja, nichts, es war Feuer da. Ja. So versuche ich das überhaupt zu erklären, um was es geht, weil sonst bleibt es so, ich bin ruhig und still und mache nichts, statt dass es eine Begegnung wird. Aber ich finde es wirklich, also ja, ich habe dieselbe Herausforderung. Die Leute müssen es irgendwie mal erleben und schmecken. Und man kann versuchen, biblisch zu lernen, Martha, Maria, super Beispiel. Ja, genau. Aber eben ein Stück weit muss man manchmal die Leute auch überfordern. Also das liebe ich bei uns am Gebetsraum. Da schicke ich Leute rein und sage, okay, such Gott. Und plötzlich sind sie zum ersten Mal damit konfrontiert, dass sie nicht in der christlichen Veranstaltung sind, wo sie die ganze Zeit durchgeludelt werden, sondern sie müssen selber was tun und sind völlig überfordert, weil sie plötzlich mit sich und Gott konfrontiert sind. Und manchmal braucht es einfach auch dieses, man muss es sie reinschubsen und dann entdecken sie es hoffentlich, was wir meinen, ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, manchmal hatte ich schon so den Eindruck, ICF vielleicht auch speziell, wir wollen für den Durchbruch gehen zum Beispiel oder wir wollen eine Antwort erwarten ja von Gott. Und ich bete und frage Gott was und ich kriege nicht direkt eine Antwort. Ja. Wie lange soll ich jetzt warten? Habe ich genug gewartet? Ich habe dann eher so die Einstellung, denke so, ja, Gott wird ja schon zu mir reden, wenn er mir was sagen will, dann sagt er mir das auch. Ja. Aber dann manchmal so diese Spannung zwischen, ja, ich müsste jetzt noch mehr warten eigentlich, ich muss Gott zeigen, dass ich es ernst meine, indem ich jetzt eine ganze Stunde warte auf seine Antwort. Oder, ja, ist es jetzt gut, ich habe 10 Minuten gewartet, kam nichts, dann gehe ich halt weiter. Also so diese Spannung manchmal, ja. In der man lebt. Ja. Also bei allen Themen, die so eine Spannung beinhalten, gibt es für mich nie Pauschalantworten. Und da würde ich nie sagen, so ist es. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir oft ein falsches Verständnis von glaubensvollem Gebet. Wir denken, glaubensvolles Gebet wäre dann, wenn wir sofort eine Antwort kriegen oder sofort eine Lösung haben. In der Bibel kannst du studieren, fast alle Themen, die über glaubensvolles Gebet sprechen, ist der Punkt von Glauben, das Ausharren. Also Glauben zeigt sich daran, dass du dranbleibst. Und nicht Glauben ist, jetzt, ich habe es sofort bekommen. Da braucht man wenig Glauben für. Sondern Glauben brauchst du, wenn Gott dir eine Verheißung gibt und du gehst dafür und es braucht und du betest und kniest und keine Wolke am Himmel und du kniest wieder und keine Wolke am Himmel und du kniest wieder und keine Wolke am Himmel und du kniest wieder und keine Wolke am Himmel. Aber er hat gesagt, es wird regnen. Das beschreibt die Bibel als Glauben. Und gerade diese Antworten auf Gott warten, kommt für mich darauf an, was es ist. Also bei manchen Sachen sage ich so, also Gott, jetzt bist ja Gott, also du kannst jetzt zu mir reden, ja. Und wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich höre nichts, dann gut, dann wollte er nichts zu sagen, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ne?
manchmal suche ich Gott einfach und sage, Gott, ich brauche deine Antwort und deswegen gehe ich da auch tiefer rein und ich bete über Wochen und wie auch immer. Und ich habe nicht diese Zeit, wo ich sage, ich muss jetzt hier die Antwort kommen, sondern ich trage das mit mir und sage, in manchen Punkten habe ich gesagt, jetzt muss ich da Fasten reinwerfen. Wenn da nichts mehr geht, also Fasten, ja, und dann weiter zu suchen. Also es kommt sehr darauf an, auf was oder für was wir glauben oder hören oder wie auch immer. Und gleichzeitig können wir auch, gerade wenn es um Gottes Sprechen geht, nie erzwingen, dass er was sagt. Oder manchmal stellen wir auch schon die falschen Fragen. Also ja, wir denken, Gott muss jetzt unbedingt was dazu sagen. Gott sagt, wenn ich dir das jetzt offenbaren würde, das wäre nicht hilfreich für den Weg, den ich mit dir gerade gehe. Weil wo wir eigentlich uns unterhalten müssten, wäre dieses Thema. Ja. Von daher ist es schwierig, eine Pauschalantwort zu geben. Es ist einfach, und oftmals ist es ja auch, das wäre jetzt vielleicht nochmal so ein Punkt von dunkler Nacht und vorhin Gott suchen und Gefühle und wie auch immer, auch sowas. Wir suchen so oft Antworten, wir suchen so oft Lösungen, wir suchen so oft Gebetserhörung, wir suchen so oft gute Gefühle und wir suchen nicht ihn. Und er sagt, also Gebetshaus ist damals bei uns entstanden, wir wollten Erweckung sehen, haben angefangen wie die Blöden zu beten, dann haben wir uns in Gott verliebt. Und das ist manchmal seine Taktik, ich gebe es dir nicht, dass du wiederkommst. Und irgendwann kommst du auch, wenn du nichts willst. Und ich würde jeden Tag ins Gebetshaus wieder gehen, auch wenn Gott nie mehr ein Gebet von mir hören würde. Einfach nur, weil es schön ist, bei ihm zu sein. Und manchmal muss Gott uns Dinge vorenthalten, damit wir durchbrechen wirklich zu ihm. Also wenn du mal richtig eine Not und du brauchst eine Lösung, dann fasst es und betest du und dann triffst du Gott und dann passiert so viel mehr, als dass er dir dann die Lösung gibt. Also manchmal ist es auch dieser Erziehungsgedanke Gottes, glaube ich, da drin. Ja. Vielleicht gerade auch in diese Richtung. Es kann ja sein, dass ich dranbleiben muss, dass ich ausharren muss. Aber manchmal stelle ich mir dann die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind es jetzt einfach die Türen, die zu sind oder zu bleiben? Ja. Also so diese Spannung zwischen Entmutigung, es passiert nichts, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Verrenne ich mich irgendwo hin oder muss ich auf den Durchbruch warten? Ja. Auch hier unmöglich, eine pauschale Antwort zu geben, finde ich. Also jede Situation ist so einzigartig. Und da, aber das auch wirklich mit Gott zu prozessieren, Gott, was erwartest du jetzt von mir? Ja? Muss ich auch was akzeptieren? Die Sachen sind einfach, wie sie sind. Muss ich da jetzt weitergehen? Und ich finde es so schwierig, da pauschale Antworten zu geben. Weil in manchen Situationen, glaube ich, sagt Gott, go for it. Ich will, dass du dafür glaubst. Ich will, dass du gehst und schießt und wie auch immer. Und manchen gibt es andere Punkte, wo Gott, glaube ich, dann vielleicht uns auch sagt, ja, deine Vorstellung von der Gebetserhörung ist so weit weg von dem, wie ich das machen will. Oder keiner, ich weiß nicht, was es ist. Ja. Und gerade auch bei tragischeren Sachen ist es, glaube ich, einfach auch manchmal so, dass wir einfach auch da vor Gott sein dürfen und es, also mit ihm weinen dürfen, es aushalten dürfen. Es gibt Gebetsthemen, die liegen mir sehr am Herzen und für die bete ich mittlerweile relativ wenig, weil ich sage, ich habe ihm, also nicht wenig im Sinne von, ich mache wenig Worte. Also gibt es Situationen, wo ich sage, ich habe ihm jetzt, also er weiß, wie die Situation ist, ich habe zigmal alleine mit anderen dafür gebetet und mein Gebet muss jetzt nicht mehr darin bestehen, dass ich ihm das alles nochmal formuliere, sondern mein Gebet besteht darin, dass ich mein Begehren und meinen Schmerz vor ihm halte und da bin und mit ihm ringe, aber ohne wahnsinnig viele Worte zu machen. Also weil manche sagen, ja, ich bete irgendwie seit gefühlten 100 Jahren, dass das und das und das passiert. Und glaube ich, ist gut, aber es gibt manchmal auch einen Punkt, wo es gar nicht mehr drum um die Worte geht, sondern um, also Gebet, was, also es gibt ja unterschiedliche Qualität von Gebet und die Qualität liegt daran, an deinem Begehren. Also ich kann für was bitten oder ich kann es begehren und haben wollen und das vor Gott zu halten, ist manchmal kraftvoller als Worte zu haben. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ja. Wir sind schon über der Zeit. Und eigentlich bin ich ein Freund von pünktlich Schluss machen, um euch zu ehren, weil eure Zeit kostbar ist. Aber ihr habt die Fragen gestellt. Aber wir machen jetzt hier einen offiziellen Punkt. Es hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Wirklich, es macht ganz, ganz viel Freude, mit euch da im Gespräch zu sein. Und lasst uns da wirklich in der Gemeinschaft bleiben hier in der Region, die echt einfach Gott sucht, tiefer geht. Und alles, was du hier gelernt hast, bring das anderen bei. Also wenn du eine Berufung hast, wo ich sicher weiß, dass du sie hast, ist die Menschen zu Jüngern zu machen. Und ihr findet alle jemanden, der weniger weit ist als du. Glaubt mir, die gibt's. Zuhauf, schnapp sie dir und bring ihnen Beten bei. Die Leute können nicht beten, sie müssen beten lernen, bring sie ihnen bei. Gott mit euch. Amen.